Mann. Ich fühle mich angegriffen. Oha, von dir. Alter, was ist mit dir, Mann? Du heulst ja Du, gleich. nein, ich heul nicht, Mann. Ich heul nicht. Allah wird alles richten. Aber warum machst du denn so? Warum schießt du gegen andere Glauben? Bist du gläubig, Hä? dass du gegen andere Glauben schießt? Warte mal, aber warum weinst du so? Warum Warum hast bist du du so den Grund? erbost? Warum hast du Schnitzi gerade nicht ausreden lassen? Warum bist du so erbost? Ja, weil du respektlos bist. Du lässt den jungen Nein, Menschen guck jetzt mal, gerade nicht ich bin ausreden. so nett zu dir, Mann. Du Warum hast bist ihn du gar so nicht ausreden erbost? lassen. Ich lasse dich auch nicht ausreden. Weil du den Typen da unten gerade auch nicht ausreden lässt. Du bist ein respektloser Mensch. Glaub Ja, mir. aber warum Du bist du bist so einfach nur erbost? respektlos. Und glaub mir, Junge, hör auf, gegen den Islam zu schießen. Die Moslems schießen auch nicht gegen Christen oder gegen Juden, Bruder. Hör auf, bitte, Ja, gegen Muslime zu schießen, Bruder. aber warte Hör mal, auf Grandi, damit. warum Hey, bist du kehre so doch zu deinem Gott erbost? zurück. Die Bibel und der Christum sagt sowas nicht. Ey. Okay? Also bitte, Aber Junge. warte mal, Ey, lieber Grandi. Bruder. Lieber Bruder, lieber Grandi, Dünja, weil die Grandi, ersten Menschen Grandi, waren Grandi, du Adam und bist hier Eva, gerade letztendlich eben in bist du mein diesem Bruder. Stream. Verstehst du? Ich höre dir nicht zu, weil du die Typen auch nicht ausreden lassen hast. Oder da musst Okay? du rausgehen, das hat keinen Ich Wert, gehe mach raus, hau sorry. rein. Ich Ja, cry louder, cry louder. Cry louder, I'm sorry, go and cry. Leute, wir sind in Deutschland, dann kommen die Leute hierher, warum redest du über Islam? Warum redest du über Islam? Also wir leben in einem freien Land, wir starten unseren Stream, wir reden über das, was wir wollen. Cry me a river, cry me a river, cry louder. Oh my God, cry louder. Heul lauter, Mann. Sorry, also ganz ehrlich, Mann. Wir können hier über alles sprechen, was wir wollen. Und wenn es einem nicht passt, dann geh doch einfach raus. Also sorry. Das ist nicht mal böse gemeint, aber ganz ehrlich, Mann, das ist doch lächerlich, Mann. Wir können hier über alles reden, was wir wollen. Dann kommen die Leute hierher und wollen uns sagen, über was wir tun müssen und was nicht. Hä, was sind die überhaupt? Alter, ich sehe hier schon überall Wasserfall, ey. Grandi, hör auf, Mann. Mann, Katastrophe, Mann, ey. Dann hole ich ihn noch mal hoch. Komm, ich bin so gut, ich lasse ihn noch einmal hoch. Ey, guck mal, guck mal. Ich will nur wissen, warum dein Thema die ganze Zeit Muslime sind. Du bist doch kein Moslem. Warum redest du denn über die Muslime? Und fragst du, wie ist der Warte islamische mal, Name? warte mal, warte Ey, mal. ist es deine Reichweite? Grandi. Brauchst du Reichweite mit den Muslimen? Grandi, wer bist du, dass du überhaupt hier in meinen Stream reinkommst und mir sagst, was ich hier überhaupt zu reden habe und was nicht. Wer bist du überhaupt, Grandi? Gib mir Moment mal. mal eine Antwort drauf. Wer Okay, bist du, ich dass bin gar, du in ja, meinen lass mich auch, Stream du hast mich doch was reinkommst? gefragt. Ey, du hast mich doch, sei Lass leise, mich du hast mich doch was ausreden. gefragt. Ich will dich doch Lass antworten. mich Wer ausreden. Ich bist bin nicht du, dass fertig. du mir nicht erlaubst, hier meine Stimme was zu sagen? Okay, Punkt. Jetzt gebe ich Lass dir die mich Antwort. reden. Lass mich reden Und du erstmal. willst Ich mir bin noch noch mehr gar Fragen nicht stellen. fertig. Ich bin Okay, noch gar nicht fertig. erzähl. Dein Stream läuft gut, mal 270 Leute, Bruder. Hör zu, Ja, das Mann. ist egal. Es geht Doch, hier das ist ganz doch dein normal um Content. Du musst doch Aufklärung. gegen Lass Muslime mich mal schlecht reden. reden, damit deine Reichweite Lass mich weiter mal nach oben reden. geht. Lass mich Du mal musst doch reden. gegen Muslime schlecht Guck reden, mal, siehst damit du, deine das ist das Reichweite nach Problem bei oben geht. euch. Lass mich mal Wieso reden. bei Ich euch? bin noch, Ey, ich bin ey, noch. hör mal zu, hör mal zu. Ich bin in Deutschland Was hör geboren. mal zu? Hör du Erzähl mir nicht euch. zu. Hör mir Erzähl zu, nicht kurz. euch. Ich bin in Deutschland geboren. Ja. Okay, erzähl mir nicht euch. Wer ist denn euch? Sind wir andere Menschen? Sind wir Muslime? Andere Menschen können Warte, doch unter dabei leben. lass mich doch mal fertig reden. Warum? Ich bin noch Warum gar nicht sagst du fertig. euch? Warum sagst du euch? Grandi, 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 warum hast du Angst davor, dass ich dir was sage? Lass mich doch mal Nein, habe ich reden. nicht. Erzähl. Ja, dann lass mich reden. Okay, du schlauer Meier. Wenn Erzähl. ich fertig bin, kannst du gerne reden. Das ist gar Okay, kein Problem. dann reden wir. Okay? So, erstens, ich gebe dir jetzt mal eine Sache mit. Aha, erzähl mal. Das ist deutscher Boden. Merk dir das gut. Okay? Das ist nicht. Lass mich reden. Lass mich reden. Du Ja, hörst jetzt ganz gut zu. okay, das Lass ist mich Boden. reden. Ich Ja, bin ich noch höre gar doch nicht zu. fertig. Ich höre doch zu. Deutscher Boden. Merk dir das schon mal. Das Erste, was du dir zu merken hast. Zweitens, das ist Deutschland. Wir können hier reden, tun, machen, wie wir wollen. Und drittens, pass dich gefälligst hier in Deutschland an. Wenn dir dieses Land nicht gefällt, hör mal zu, hör mir gut zu, was ich jetzt sage. Wenn dir Also dieses musst du mir Land jetzt die nicht gefällt, Religion in lass Deutschland mich annehmen oder was? reden.
Lass mich reden. Wenn Ey, dir muss ich dieses jetzt, Land weil nicht ich in Deutschland gefällt, geboren bin, muss ich jetzt die Religion in Deutschland annehmen, oder was? hör mal zu, wenn dir das Land hier nicht gefällt, dass Leute über Religion sprechen, etc. pp. Ich sag dir ganz ehrlich, dann buch dir doch einfach ein One-Way-Ticket. Ey, Bam, back to Bruder, the du roots. Wo ist kannst das so Problem, lange Mann? reden, wie du willst in deinem Stream. Du bleibst Das dunkel passt und hier bleibst nicht. dunkel. Ich bin dunkel und ich bleibe auch dunkel. Wir beide Ja, werden niemals also, wo ist 100% das deutsch. Problem? Wir beide, hör mal zu, wir beide sind Kennex. Wir beide werden niemals Ich bin deutsch. ganz bestimmt kein Also Kenneth. Weit davon versuch nicht entfernt. dein Content Weit auf davon Hans entfernt. Meiser zu machen, wie du bleibst Kenex. Ich auch. Ich komme aus Afrika, du auch. Wir sind beide Kenex. Leute, Also wer zahlt das Ticket von dem? versuch Ich nicht den bin Hans dabei, Meiser Leute. hier Wir sammeln rauszulassen. Spende für Grandi. Ich bin Ich bin auch dabei. dabei, Bira. Ich bin auch Ja, dabei. wir sammeln jetzt ein One-Way-Ticket für Grandi. Du bist kein Deutscher und du wirst niemals deutsch werden. Okay? Ja, Merkt dir genau. das? Okay. Also, wir sind auf Okay. deutschem Boden. Bruder, ich bin auf dem deutschen Boden geboren. Okay? Ja. Ich bin auf dem deutschen. Ich habe die Militär. So Bundeswehr hat mich verhältst sogar du dich Deutschland aber nicht. hierher geführt. So Bruder, du verhältst du bist dich aber einer, nicht, mein wenn du auf Freund. der Bundeswehr wärst, dich würden die alle mit der Seife hopsen nehmen, Alter. Ja, na klar. Und was Okay? ist da mit dir? Die Wir lüpfen würden die dich. hopsen nehmen. Weißt du Wenn warum? die mich so Weil nehmen, dich die lüpfen lieben wir. deine Farbe. Okay? Du bist so lächerlich, Mann. Du bist lächerlich. Machst du einen auf Sven Meier? Ey, Bruder, ich Ja. nehme dich hops. Wenn du noch einmal gegen Muslime schießt, ich komme rein und ich nehme dich hops. Okay? Wo Denk mal hast du nicht, mich du aber bist hops deutscher als genommen? ich. Denk du mal nicht, dass du deutscher bist als ich, Alter. Denk das einfach. Boah, Mach ne. cry me a Hey, river. wow. Boah, Hey, Alter, nein, cry das me a sieht denn. river. Hey, du hast jetzt Cry gerade me a river. 340 Leute bei dir drinne. Dein Stream Ja, läuft. heul, Dein das tut Stream weh, gell? läuft. Das tut Du weh. bist Das tut gut. weh. Dein Stream läuft. Das tut Aber du weh. bist nicht deutsch. Du Ja, bleibst ja, ja, immer ja. noch Du Afrikaner. bist doch neidisch, Du Mann. Du bleibst. bist doch Nein! eifersüchtig. Nein, ich habe Ja, dich doch, das angesehen. tut Ich bin weh. doch auch hier Das tut geboren. weh. It Ich habe meinen Augen hurts. versucht. Ey, ich It habe meinen Augen hurts. sogar operiert im Braun, im Blau. Oh, it hurts. Es tut so Ich wollte weh. unbedingt ein Sven. Oh, Ich wollte cry me a unbedingt ein Sven river. Schmidt werden. Ich wollte unbedingt ein Oh, Sven Schmidt cry werden. me a river. Aber weil ich so Cry me a dunkel bin, river. weil ich so Cry dunkel me a bin, river. weil ich Afrikaner bin und ich bin so dunkel, haben die mir das nicht abgenommen. Aber du, Bruder, mach deinen Stream weiter, kriegst du Reichweite und dann mach wie Michael Jackson. Lass dich Yeah. weiß anmalen. Au, au, Michael Jackson, au. Hast du ein Problem damit? Jetzt ist er rausgegangen. Was war das denn schon wieder? Junge, Junge. Hey Mann, ich kann nicht mehr, Mann. Leute, Mann, das ist wirklich pure Comedy, Leute. Ich kann nicht mehr, Leute. Alter, was die sich erlauben, Mann. Die kommen einfach hier hoch, um meinen zu müssen, Kommandos zu geben und zu sagen so, hey, das darfst du nicht sagen, über das darfst du nicht reden. Leute, überlegt euch das mal. Ihr startet einen Stream und irgendjemand kommt und sagt euch, über was ihr reden sollt und was nicht. Hey, Marusch, jetzt mal ganz ehrlich, Bruderherz. Wenn ich jetzt in deinem Stream komme, Bruder, okay, und du sprichst über, sagen wir mal, ich bin ein Islamist, okay, ich bin ein Salafi zum Beispiel. Ich gehe jetzt mal von meiner Sicht aus, okay? Und ich sehe, du redest sehr schlecht über die Religion. Ich gehe einmal rein, ich gucke, ah, der schwätzt Müll, das will ich gar nicht hören, dann gehe ich direkt wieder raus. Warum soll ich mir das dann geben, wenn es mir so weh tut? Weißt du, was ich meine? Ja, guck mal, ich bist ja bei uns dasselbe. Über unsere Religion wird jeden Tag schlecht geredet. Bei den Hamdis, Jokers, was weiß ich. Und da gehe ich halt auch nicht rein, fange an zu heulen. Das war ja wirklich ein Genau. emotionaler Ausbruch ohne Ende gerade. Also Ja, nicht mehr normal. also entweder kommst du hier rein und hörst dir das an, weil du wissen möchtest, ob es die Wahrheit ist, dann schlag die Quellen auf und heul nicht gleich. Die sind so emotional, die nehmen die wirklich. Kehrt mal euer eigenes Haus. Kehrt mal erstmal bei euch zu Hause. Macht mal, überwindet mal eure eigene Kacke. Ja, überwindet mal eure eigene Kacke, ganz ehrlich. Schlagt mal das Buch auf und tut selber lesen. Anstatt immer rumzuheulen, Mann. Das ist Aber der Wahnsinn, Mann. weißt du, was ich mich wundere? Warum gehen die nicht dann bei ihren Oh. muslimischen Brüdern und sagen mal, ey, hört mal auf, so über das Christentum zu reden, hört mal auf, über die Jesiden so zu reden, hört mal auf, über die Juden so zu reden. Das machen die nicht. Die kommen immer hierher, heulen dann rum und keine Ahnung, ist doch nicht normal. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Also ich habe so meine Momente, wo ich lache und alles, aber wir müssen mal wirklich mal ernst bleiben. Ganz ehrlich, der Kerl ist lächerlich, Mann.
Du kannst doch nicht hierher kommen und jemanden befehlen, hey, über das darfst du nicht reden und so. Wer bist du überhaupt, dass du überhaupt hier jemanden Befehle gibst, über was er reden soll und was nicht? Ich meine, sorry. Also er muss erstmal sein ganzes Wohnzimmer ordentlich mal seine ganzen Tränen wegwischen. Also so viel Tränen, ich glaube, das hat er sein ganzes Jahr lang nicht. Nee, wirklich, also sorry. Der Wahnsinn, Mann. Ja, wirklich. Also, nee, Mann. Also gut, dann nehmen wir mal jemand anders hoch, mal Kuma hochholen. Wahnsinn, ey. Das ist krank. Gibt's doch nicht, ey. Love you. We love you too, guys. We love you too. Kuma, was können wir denn für dich tun, mein Lieber? Du, ich wollte nur mal einen Vorschlag machen. Du, wäre das nicht schlauer für dich, um diese ganzen Kommentare und dies und das. Wäre es nicht schlauer für dich, wenn du einfach einen Abo-Chat anmachst? Was anmachen? Ein Abo-Chat. Ein Abo-Chat? Ja. Ein Abo-Chat? Nein. Also, wie gesagt, das sollen die... Das sollen die Leute einfach freiwillig machen. Ich will jetzt niemanden dazu bringen, dass die jetzt keine Ahnung mich haben. Das muss die Community freiwillig machen. Ne? Ich mache auch gar keine Matches, auch generell nicht. Ich will das auch nicht. Wenn man in deine Kommentare guckt, deine Kommentare haben keine Richtung, verstehst du? Da ist wirklich nur Hetze unten. Das ist sehr, sehr schwierig. Ja, aber du siehst doch, von wo die Hetze kommt. Guck nur, wer schreibt, dann weißt du schon, welche Richtung die Leute sind. Guck einfach nur die Chats. Schau dir mal ganz genau an, speziell welche Menschen da unten kommentieren, dann merkst du auch ganz genau, oh Scheiße, das sind immer die gleichen. Musst du nur gucken. Okay. Ja, wie gesagt. Achte mal drauf. Achte mal ganz genau drauf, wie die schreiben. Du weißt ganz genau, wer die sind. Du erkennst die sofort an der Schreibweise. Das ist so easy. Wer ist es denn? Was meinst du? Ja, Bruder, das weißt du schon. Bruder, du weißt, was ich meine. Bruder, du weißt. Du weißt schon, was ich meine. Ich weiß, Bruder, nicht, was du meinst. Erläuter mal bitte kurz. Bruder, ich kann nichts erläutern. Du weißt schon. Ich muss dir nicht sagen. Du weißt. Hat was mit Halbwissen zu tun. Okay. Vor allem die Namen, wenn einer sich AK-47 nennt, vor allem. Ja, kein Christ nennt sich AK-47. Kein Christ nennt sich AK-47, Mann. Ja, Bruder. Die Waffe, die kommt doch nur im westlichen Bereich, also so da, also arabischen Raum. Bruder, weißt du, wer sich immer AKs hier so tätowiert und so, Bruder? Das sind immer die gleichen, Bruder. Das sind immer die gleichen. Ich muss aber auch sagen, ich habe auch viele Frauen gesehen, die sich AKs und so tätowiert haben. Ja, das sind aber komischerweise immer, ja egal, ich will es jetzt nicht sagen, sonst schere ich alle unter einem Kamm, das will ich nicht. Hä? Taker, dankeschön, ich küsse doch dein Herz, Bruder. Ne? Oh. Ja, ja. Das war so, ich wollte nur mal kurz die Anmerkung machen mit dem Abo-Chat, das wäre natürlich so auch... Nee, wie gesagt, das soll ja die Community freiwillig machen, ich möchte ja niemanden dazu zwingen, dass die mich jetzt abonnieren oder so, aber das mache ich nicht. Sollen die alle freiwillig machen, das ist okay. Mehr als genug, wenn alle das freiwillig machen. Ja. Ansonsten zu Grandy noch kurz, eigentlich ist ein cooler Typ, Mann. Ihr seid, ich glaube, ihr habt euch bloß beide auf dem falschen Fuß erwischt, weil ihr euch irgendwie... Nein, das guck mal, das Ding ist, wir haben uns nicht auf dem falschen Fuß erwischt. Er kommt hoch, Taker, ich küsse dein Herz, Bruder. Er kommt hier hoch und erzählt mir, was ich hier zu machen, oder er sagt zu mir, was ist denn deine Mission? Hör auf, gegen Muslime zu hetzen. Also, Kuma, ich frag dich jetzt mal was. Wenn ich etwas aus einem Buch zitiere, ist das Hetzen? Nein. Also merkst du was? Das ist keine Hetze, aber für die ist es Hetzen. Wenn du etwas aus einem Buch zitierst, ist das gleich Hetzen. Was hat das mit Hetzen zu tun? Du zitierst etwas aus einem Buch und du bist gleich ein Hetzer. Aber du weißt doch selber, es geht nicht darum, was man sagt, sondern wie man es sagt. Ja, okay, aber ich kann doch nichts dafür, dass der Text so geschrieben ist. Also bin ich doch nicht schuld. Und aber auch eine andere Sache, so vieles, so zum Beispiel, ich habe mal so zugehört, ich bin ja ab und zu hier drin und so, und da kam dann so einmal so mit Allah und hat zwei rechte Arme. Ja. So, und dann dachte ich mir so, Bruder, das geht nicht mit den zwei rechten Armen. Ich glaube, das ist anders gemeint, weißt du, dass du das... Bruder, das mit den Allah zwei rechte Hände, das ist nicht mal metaphorisch gemeint. Ich habe ein Video, wo ein Sheikh
ein Gelehrter ganz klar und deutlich sagt, hey, damit sind Allahs Hände gemeint. Bruder, da können wir nicht philosophieren. Ich bleibe auch bei dieser Meinung, Bruder. Okay. Ich bin ehrlich zu dir. Er hat zwei rechte Hände, fertig. Und er hat auch ein Schienbein, fertig. Er hat Augen, er hat Gesicht, das sagen sogar selber die Gelehrten. Und die Bibel, und es gibt die Stellen, wo es ganz genau beschrieben wird. Da kann man nicht sagen, das ist nicht so. Es kann auch nicht eine Metapher sein mit zwei rechten Händen. Also bitte, Bruder, bitte. Aber überall sind Metaphern, das kann man ja nicht. Ja, Bruder, denn ist ja alles metaphorisch gemeint da drin. Oh Gott, dann verstehen wir ja das Buch ja nie. Weißt du, was ich meine? Also. Aber Bruder, ich nehme mal kurz jemand anders kurz hoch. Mal gucken jetzt, wer hochkommt. Gucken wir mal. Ah, oh, Grandi, Grandi, Grandi. Also komm, ich nehme dich nochmal hoch. Ne? Schauen wir mal. Jetzt sind wir mal gespannt. Och, Grandi, Grandi, Grandi. Hey, guck mal. Er hat die ganze Zeit gesehen, dass ich ihn angefragt habe. Und jetzt sagt er gerade, ihr guck mal, wenn wir mal hochholen. Und dann hat er die Grandi. Ja, aber Bruder, hör mal. Guck mal, Grandi. Warte, Leute, warte. Du kennst mich doch. Grandi, 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 Grandi. Ich habe nur eine Bitte. Ich habe dich jetzt zum dritten Mal. Du machst mir Okay, warte kurz. Ich muss dich ganz kurz stummen, damit du eine Sache verstehst. Ich habe dich gerade dreimal hochgeholt. So, hätte ich ein Problem mit dir, glaub mir, ich hätte dich kein einziges Mal hochgeholt. Deswegen, Grandi, auch wenn ich vorhin gelacht habe oder keine Ahnung gesagt habe, Cry Me a River, ich sag dir ganz ehrlich, so meine ich das nicht. Aber so wie du dich verhältst, so muss ich dich dann auch behandeln, Grandi. Wenn du mit mir ganz normal redest, dann können wir uns auf einer sehr schönen Ebene uns unterhalten, ohne Probleme. Bruder, aber du kannst nicht hier reinkommen und gesagt, etwas erzwingen. Das funktioniert so nicht. Ich habe dir nur gesagt, du bist doch kein Moslem. Ja. Warum redest du über unseren Glauben so schlecht? Darf ich nicht aufklären? Ist das verboten, nein, jetzt aufzuklären? Ja, nein, du erklär doch deinen eigenen Glauben auf. Lass doch unseren Glauben auf. Aber Grandi, guck mal, deswegen habe ich dich von Anfang an gefragt. Über die Juden rede ich doch auch. Grandi, ganz kurz. Ich frage dich nochmal. Das ist aber nicht böse gemeint. Bitte fass das auch nicht falsch auf. Ich versuche nur zu verstehen, warum du so denkst. So. Warum oder wer bist du, dass du mir sagst, über was ich reden soll, hier in Deutschland, auf deutschem Boden und vor allem hier in TikTok? Wer bist du bitte? Kann ich nicht. Keiner darf dir sagen, was du reden sollst. Siehst du, verstehst du jetzt, worauf ich hinaus will? Ja, aber versuchst du so deine Plattform zu holen, so mit den Was hat das damit zu tun? Nein, doch, falsch. Doch, ich kläre ganz guck mal, normal auf. Es ist gerade Krieg zwischen Juden und Israelis da drüben, ja? Und du, ich meine zwischen die Israelis und Palästinenser, ja? Und die deutschen Medien zeigen natürlich, dass die Palästinenser alle Terroristen sind, ja? Und das ist nicht gut für deine Plattform, wenn du jetzt gerade über den Islam redest und holst ein paar Unwissen Muslime rein, die vielleicht deine Fragen, weil du ein bisschen mehr bist. Lass mich doch mal ausreden. Lass mich einmal ausreden, bitte. Ja. Weil du auch kein Muslim bist, aber trotzdem Wissen hast über den Islam, ja, willst du die Muslime in deinem Stream einfach nur hops nehmen? Okay, darf ich was dazu sagen? Ja. Guck mal. Also, wenn ich hier ein Gesprächsthema habe und ich habe heute ein Thema. Und wenn aber ein Moslem trotzdem hochkommen möchte, weil er meint, er könnte mich widerlegen oder er könnte mich bloßstellen oder das versuchen ja die meisten hier. Ja, aber gestern kam auch Arafat hier rein mit einem Imam. Grandi, du willst aber hetzen, du tust hetzen. Grandi, bitte lass mich reden, ich habe dich doch ausreden lassen. Das ist nicht gut, du tust hetzen. Darf ich reden? Grandi, guck mal, du respektierst meine Sicht nicht, wenn ich reden möchte. Guck mal, Grandi. Gestern kam Arafat und ein Imam hier rein. Der Imam hat sich selber zerstört. Jeder kann das Video sehen. Der hat Arafat quasi, also ihr müsst euch mal vorstellen, Arafat hat ihn angerufen. Der Imam ist gekommen für Arafat. Und der Typ hat Arafat wirklich einen richtigen Nackenklatscher gegeben. Arafat war tausendmal besser sogar wie er. Arafat konnte sich sogar besser artikulieren wie der Imam. Der Imam konnte ihn nicht mal verteidigen. Also bitte. Ja, bitte okay, hört jetzt auf. Möchte ich bitte eine hört Sache. Auf, aber ich möchte eine Sache wissen. Was zum Teufel interessiert dich der Islam?
Warum? Warte mal, darf ich nicht ein Gesprächsthema haben und sagen, hey, gut, da Nein, ist du etwas, hast das was mich interessiert, Gesprächsthema ey, das muss ich auch Nein, klären. Du Das machst, darf ich aber so doch. wie ich das von außen sehe, tust du den Islam bloßstellen. Also mein Gott, mein lebendiger Gott, der Herr Jesus Christus, Ja. der für uns am Kreuz gestorben ist, für unsere Sünden, was ihr leugnet, nochmal. Ja, Ja. hat mich gelehrt, das Evangelium zu verbreiten. Und gleichzeitig hat mein Herr mir gelehrt, Ja. die Dunkelheit ans Tageslicht zu bringen. Fertig, das ist meine Also Aufgabe. ist für dich die Dunkelheit der Islam? Sorry, nimm's mir nicht übel, aber das ist mein Thema. Yes. Na, Ich siehst bin du, ehrlich zu dir. Guck mal, siehst, warte, Grandi, darf ich mal was Grandi, aussprechen? guck mal, Darf ich mal was? Warte mal Grandi, kurz. ich bin noch, Da, warte, 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 ich will Grandi, dir noch was Grandi, drauf antworten, weil du ja Grandi. gesagt hast, du hast doch gesagt, Gleich, gleich kannst du, gleich kannst du. Grandi, ich okay. greife dich nicht an, Ja. aber das, was mein Herr mich lehrt, das Ja. mache ich. Okay. Verstehst du? Ich glaube nicht, dass im Alten Testament sowas drin steht. Ach, du weißt es, hast ihn geschrieben? Zeig mir doch mal, dass die Muslime, Grandi. warte mal, zeig mir, dass in deinem Testament drin steht, dass die Muslime falsch sind. Warte mal ganz kurz. Ich muss Das. ganz kurz hier die Tür zumachen. Kleinen Moment. Zeig mir mal, Machen dass wir Muslime in deinem Testament böse Menschen sind. Und dein Herr lehrt dich wir. auch hetzen, ja? Gegenüber anderen Menschen. Das lehrt dich dein Herr auch, dein Glaube, dein Christum. Lehrt er dich hier auf TikTok zu hetzen gegen andere Gläubige? Soll man nicht jeden So, Glauben hetzen gegen den Christen? Grandi, du hast mich nicht verstanden, worauf ich Nein. hinaus möchte. Ich habe Nein. gesagt, unser Herr lehrt uns, Ja. das Evangelium zu verkünden, aber gleichzeitig müssen wir auch die Wahrheit sprechen. Ja? Ja, okay. Das heißt also, wenn es Götzen gibt, ja, Ja. müssen wir die bloßstellen. Und Aha, das sagt wir euer müssen Glaube, diese dass ihr andere Dunkelheit. Menschen bloßstellen müsst. Sagt das euer Glaube, dass ihr andere Menschen Mussten bloßstellen die müsst? Dunkelheit ans Tageslicht Ey, bringen, dann hast du genau. aber kein. Also meine Frau liegt gerade neben mir, sie ist Christin und sie sagt zu mir, das stimmt nicht, mein Schatz. Das Ach, ist Schwachsinn. nein, nein, Grandi, hör auf, Also du ich weiß lügst nicht, gerade. soll ich dir glauben oder soll ich meiner Frau Grandi, glauben? Also eher glaube ich meiner Frau, weil was ich bei dir sehe auf TikTok, du hetzt einfach nur gegen die Menschen, gegen die Glauben. Grandi, Grandi, Glaube guck mal, nicht, der siehst du, du hast Christen es sagt, immer noch du nicht sollst. verstanden. Ich habe dich Nein, hier ich habe es hochgeholt, verstanden. Ich habe Grandi. verstanden, dass du hetzt gegen andere glauben. Das habe ich Okay, verstanden. okay. Grandi, Grandi, Ja, nochmal, ja, nochmal. ja. Du hörst mir nicht zu, Grandi. Ich Doch, ich bin höre dir ganz ehrlich, zu. du hörst mir kein einziges Mal zu. Doch. Du als Person, guck mal, hätte ich ein Problem mit dir, Ja, würde dann ich würdest du mich dich nicht hochholen. dreimal, hör, lass mich doch ausreden, Ja. dann würde ich dich nicht dreimal hochholen, wenn ich wirklich ein Problem mit dir hätte als, du bist ja Moslem, ich bin Christ. So. Wenn ich ein Problem mit dir habe und Jesus ich ist habe ein mich Problem. einmal mit dir gezofft, Grandi, warte doch mal, Ja. beruhig Ich dich doch, lass mich wollte reden. nur auf deinen Chat antworten, dass ich I love Jesus. Ja, alles gut, alles gut. I Guck mal, love Jesus. hätte ich mit dir ein Problem, Ja. während du beim ersten Mal schon so geredet hast, dann würde Ja. ich dich nicht mehr hochholen. Wenn ich wirklich ein Problem mit einem Moslem wie dich hätte, dann würde ich dich auch nicht hochholen. Also Aber du Bruder. bist zum zweiten Mal gekommen, ich habe dich Ja. hochgelassen. Die Leute, die das hier gesehen haben, sind Ja. Zeuge. Du Ja. bist zum dritten Mal nochmal hochgekommen, Ja. ich hab dich hochgelassen. Ja. Also kannst du doch Ja. nicht zu mir sagen, ach, du magst keine Muslime, ach, du bist ein Hetzer. Hör Nein, auf, nein, Mann, nein, damit. nein, du hast mich hochgeholt, damit du Fame bekommst. Grandi, dann geh raus. Weil durch dir, Grandi, ganz ehrlich, diese Aussage Grandi, bist kannst du du dir sparen, dann geh mir? Jeder raus. kennt, ey, jeder kennt Grandi, jeder kennt Grandi, geh raus. Lu. Geh Nein, raus. ich gehe nicht raus. Ey, Das war jetzt jetzt wirklich, du weg hast dir hier. selber einen Nackenklatscher Ich gegeben. will Geh dir jetzt raus. gerade, Bruder, ich bin ein Muslim, ich tue was Gutes und ich möchte dir ein bisschen Reichweite geben. Nein, du kannst rausgehen. Ich brauche deine Reichweite nicht. Dankeschön, Aber dass du da warst. ich Ich will doch brauche was das nicht. Gutes Danke. tun. Grandi. Nein, danke. Ich brauche das nicht. Danke, 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 danke. Ich brauche das nicht. Also am Ende noch zu sagen, ja, ich gebe dir noch Reichweite. Ey, Marusch, hast du das gehört? Ja, wir sind doch mit oder ohne ihn auch immer 300 Leute abends. Was ist das für ein Gespräch Also schon wir wieder? sind auch so ohne ihn. Weißt du, und wir haben Leute, die wenigstens verstehen, worauf ich hinaus möchte. Ich Und meine, dann sagt er, ja. gestern hätte ich das verstanden, Bruder, wenn das einer gesagt hätte. Gestern waren wir echt richtig viele, ja? Da war ja auch jemand, den Ja. man wirklich kennt. Aber das hier war doch jetzt gerade ein Witz, oder? Ach, Wahnsinn. Ach, Mann, Naja. Grandi, Grandi, Grandi. Oh, Mann.
Oh Mann, Grandi. Naja, okay. Also gucken wir mal. Nehmen wir mal den Bruder hoch. Oh, Ben, Ben, Ben in the house. Boom, boom, boom. Ey, Bro, was geht? Was geht, Bruder? Ich hoffe, dir geht Segen, es Ben. gut. Was ist denn? Ich habe so ein bisschen zugehört. Was war denn mit Arafat und so? Erzähl mal, was ist passiert? Ich finde das voll Bruder, Bruder, interessant. das war, ich kann dir nicht erzählen, weil ich weiß nicht, wer hier alles zuhört. Auf jeden Fall, Bruder, das war Dinger. Platsch, Nackenklatscher war Und wie meinst du da, Quatsch? Ich check das. nicht. Bruder, das war ein wirklich richtiger Nackenklatscher gestern. Also, okay, wir sagen es mal so. Also, Arafat kam rein. Ich habe erstmal mit ihm ganz normal geredet. Er war respektvoll, muss man ganz ehrlich sein. Er war respektvoll, er hat nicht beleidigt. Dann haben wir ein Thema gehabt. Und wie gesagt, dann irgendwann mal hat er gesagt, okay, er ruft seinen Imam an, er holt jemanden rein. Also er hat nicht gesagt Imam, aber er hat gesagt, er ruft jemanden an, der reinkommen sollte. Da habe ich gesagt, ja, okay, ist kein Problem. Dieser Imam, der reinkam, ich schwöre auch, ich darf als, wir dürfen ja als Christen eh nicht schwören, aber der kam rein. Ich sag dir ganz ehrlich, sogar Arafat war tausendmal besser wie er. Der Typ hat Arafat einfach einen Nackenklatscher gegeben, Patsch! Wieso sagst du die ganze Zeit, Ohne Quelle, ohne wieso sagst Quelle. du, wieso sagst du Nackenklatscher? Ich krieg dir ein Lachfleisch, er sagt Patsch, Patsch. Ja, Bruder, was soll ich sagen, Mann? Er Das sagt ist so, Mann. Nackenklatscher. Du Ja, kommst Bruder, auf Nacken. der konnte die Sache über das, was wir gesprochen haben, nicht mal verteidigen. Und dann habe ich ihn groß gemacht, habe ich gesagt, hey, dann bring uns doch die Quelle, zeig uns doch die Quelle. Bruder, nochmal Nackenklatscher. Patsch! Hey, Mann. Hey, Mann. Warum machst du so mit Nein-Klatsch? Ja, Bruder, ist so. Also ich dachte, der kommt und ist für Arafat und sagt, hey, weißt du was, ich komme jetzt, ich stehe hinter Arafats Rücken, der Imam, aber der kam rein, Aber der Bruder, ich habe immer verteilt noch noch Klatscher an seinen Rücken. Ich sag dir ganz ehrlich, dein. sogar Arafat war tausendmal besser und konnte sich tausendmal besser Ja, verteidigen. Ich sag aber dir ich ehrlich. meine, aber ich check das nicht. Um was ging das denn genau, dass die, also dass Ach, wir Arafat. hatten einfach gestern ein Gesprächsthema gehabt und wie gesagt, und da haben wir über die Erschaffung auch gesprochen, aber auch was anderes. Ich weiß jetzt nicht mal ganz genau. Aber ich muss mir das Video nochmal anschauen. Also, wie gesagt, ich habe hier jeden Tag immer ein anderes Thema. Aber ganz ehrlich, Mann, ey, boah, nein, Mann, nein, Mann, das war richtig ein fetter Nackenklatscher, war das. Wirklich. Also, schade, schade, schade. Ja, Ben, und sonst, wie sieht's aus in Ghana? Bruder, was soll ich dir sagen, mein Bruder? Du kennst das doch, Bruder, was soll ich dir Es erzählen? ging gestern um Spermien und Heiliger Geist. Der Bruder hat es gerade reingeschrieben. Genau, es ging gestern um ein Hadith, den ich aufgeschlagen habe. Da ging es ja darum, dass die Samen von einem Mann bei einer Frau 40 Tage lang bleiben. Und wir wissen ganz genau, dass das ein totaler Schwachsinn ist. Ja, wenn du schaust, bleiben die Samen bei einer Frau, also von einem Mann. Wie gesagt, bei einer Frau im Mutterleib, das bleibt maximal 5 Tage. Maximal. Und keine 5 Tage. Und daraufhin wurde so stark philosophiert, bis irgendwann mal der Imam kam, aber der Imam hat geredet ohne Quellen. Also wirklich, der hat wirklich seinen besten Bro wirklich Nackenklatscher verteilt. Jetzt mal ohne Spaß. Aber es ist auch egal. Wie gesagt, Arafat war respektvoll, der war jetzt nicht beleidigend oder so, deswegen, ja. Genau. Ja, Bruder, was sagst du dazu? Hast du es mitbekommen, Ben, oder wie? Nee, leider nicht. Deswegen habe ich gefragt, weil Ja. Grandy war ja gerade auch oben und ja, keine Ahnung. Ich kenne ja Grandy auch und er meinte ja irgendwie, keine Ahnung, du hättest Ja, andere. was ich eh nicht verstehe, Leute, Dinger, Ben, die Leute haben ein Problem damit, dass du hier bist. Die schreiben jetzt eiskalt, keine Sympathie mehr für Ben. Bruder, die Ach. greifen dich gleich an. Ja, wenn das andersrum wäre, ja, wenn das andersrum wäre, hätte das niemand gejuckt, weißt du, weil
Bei Schwarz ist immer so, ja, ich stempel den Schwarzen ab und so, man darf gar nichts, ne? Also ich bin hier auch umgekommen, um jetzt irgendwie nicht zu hetzen oder so, um ihn ganz normal Fragen zu stellen, weil mich das interessiert. Und es ist mir auch wirklich scheißegal, wer jetzt hier was Komisches reinschreibt, was dem nicht so ist, dann soll er seinen Weg gehen, hä? Ich check das nicht, was ich will mit dir mal machen. So, wenn jetzt einer live kommt und über den Islam redet, dann siehst du Fu-Leute, die reinkommen und deren Fragen stellen, dann ist es aber okay. Dann mach ich mal, er redet, ich komme bei ihnen rein, auf einmal keine Sympathie mehr für Berner, wo ich nichts Schlimmes gesagt habe gerade. Was ist das für eine Denkweise? Auf jeden Fall, das ist schon sehr, 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 sehr weird. Das ist traurig. Das ist echt traurig. Ne? Vor allem, dass sie dich dann angreifen, obwohl du eigentlich ganz normal hier bist, du hast ja nicht mal was gesagt. Ja, ich finde das nur interessant, wie das ist. Ich sehe auch genauso auch Islam hier auf, also Leute, die Muslime sind und die live sind und über den Islam ganz auf den reden. Mhm. Und mäßig auch den, also den Christentum mäßig so schlecht reden, nicht zwar direkt, aber halt, das ist, man hört das raus, dass die damit sagen wollen, dass Christentum das Falsche ist und so. Keiner kommt da rein und labert irgendwie und weiß ich meine, aber bei dir, ich weiß nicht, warum die das die ganze Zeit bei dir machen. Ja. Schlafwasser und bla, Digga, du bist doch kein, du hast doch niemanden. Ich hab ja, guck mal, das habe ich ja auch vorhin gezeigt. Ich habe ja Grandi dreimal hochgeholt. Hätte ich ein Problem mit Grandi, ich hätte ihn nie wieder hochgeholt. Ich habe ihn trotzdem zum dritten Mal hochgelassen. Ohne Probleme, ohne mit dem zu streiten. Gar nichts. Ganz normal. Ganz normal. Ganz normal. Aber alles ist immer so persönlich. Die nehmen alles persönlich, wo ich mir echt denke, so, Kerle, das ist eine Aufklärung hier. Wenn du diese Aufklärung nicht hören möchtest, dann, hey, dann chill dich, lehn dich zurück oder schau sie zum Beispiel nicht an. Wenn es einfach ein Problem für dich ist. Aber, ja, leider, leider. Ich habe zwar heute immer noch Gesprächsthema hier, also wie gesagt, ich habe hier heute ein Thema, aber keiner kann mir darauf eine Antwort geben. Ne? Aber, das ist, aber bei dir ist es ja so, dass ich, bei dir ist es ja immer so, du schlägst ja was auf und hast irgendwie deine Fragen irgendwo aus guten Quellen oder so. Und habe ich ja schon immer beobachtet, auch als Außenstehender, dass einige, die du hochholst, die Fragen meistens nicht beantworten können. Ich meine. Ja, können die auch nicht, nicht alle. Also, und wenn sie das beantworten, dann eher nur noch mit Philosophie. Da wird nur philosophiert. Ja, und ich mag das nicht, wenn Leute anfangen zu reden und die philosophieren den Text. Wenn da drinnen steht, Paragraph 31, keine Ahnung, 31, was auch immer, du bist ein Verräter, dann bist du ein Verräter. Denn steht da drinnen Verräter. Aber nicht philosophieren, das kann man auch metaphorisch verstehen, weißt du? Also, das, man darf da nicht rumphilosophieren. Ne? Man muss da wirklich ehrlich sein und wahrhaftig zu sich selbst sein. Ja. Ja. Bist du Rassist gegen Moslems? Leute, Mann, ich bin doch kein Rassist gegen Moslems. Oh, ey Mann, mir fehlen die Worte. Ey Mann, egal. Okay, also, dann schauen wir mal, wer hochkommt. Aber wenn das Ben interessiert, also er kann sich das auch auf YouTube angucken, das ist auf mehreren Kanälen hochgeladen. Das kann man ganz. Welches Video? Das von gestern mit Arafat. Das gibt's echt? Ich hab's nicht gesehen. Einmal bei Noregar heißt der, da gibt's das in zwei Teilen. Also erst, wo Arafat alleine mit dir spricht, dann nachher, wo die anderen zwei dazukommen und sein Imam quasi. Und dann gibt's das noch auf einem Kanal, komplett ungeschnitten, den ganzen Stream. Alter, oh mein Gott, okay. Böse, ganz ja, böse. Ja, also sorry Leute, ich kann nichts dafür, ne? Aber wie gesagt, der Imam hat sich selber begraben hier. Und aus dieser Nummer kommt er nie wieder raus. Der kommt aus dieser Nummer bei Flex, Netflix TV, nie wieder raus. Ja, weißt du, was das Lustigste an diesem von gestern ist? Ich habe ja schon öfters mal seine Streams geguckt. Der streamt ja manchmal mit Irfan und so, gell? Und er sagt immer dasselbe. Er sagt immer, wir sind nicht wie ihr Christen. Wir leugnen nicht unsere Schriften. Und dann immer, wenn es eng wird, sagt er immer, ja, das muss man dann so und so sehen. Dann weißt du, dann philosophiert er immer rum. Aber er sagt, wir schämen uns angeblich für unsere Schriften. Das ist komplett lächerlich in meinen Augen.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, also an die Brüder hier drinne, the one and only, du hast recht, ich muss das ein bisschen besser kontrollieren, ne, nicht, dass jeder dazwischen redet. Aber wie gesagt, das kriegen wir ja hin. Ja, ich versuche ja auch jedem immer die Chance zu geben, zu sprechen. Also gut, dann holen wir mal jemand hoch. Keine Ahnung, wer das ist. Schauen wir mal, ne? Also wie gesagt, dieser Imam kann sich nie wieder rausretten aus dieser Situation. Das bleibt für immer im Netz. Oh Mann, ey. Okay, ich glaube, das ladet zu lange bei dem. Also dann hole ich den mal weg. Dann holen wir mal jemand anders. Schauen wir mal, Ayub Khan, keine Ahnung, wer das ist. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Schau, Bruder, du musst nicht über den Islam so hetzen und so. Du kannst einfach Sachen über deine Religion erzählen und so. Du kannst so zum Beispiel Beweise und so über deine Religion erzählen, aber du brauchst nicht so über den Islam zu hetzen, weißt Okay, Ayub Khan, darf ich was sagen? du? Sag. Ja, also erstens, ich mag mich eigentlich nicht wiederholen, aber ich wiederhole mich gerne nochmal. Weiß. Du bewegst dich gerade in Deutschland, du bist nicht in Arabien. In Arabien darf man nicht mal die Bibel in der Hand haben und damit auf offener Straße laufen, weil wenn du das machst, wirst du gleich geköpft, ne? Wir sind nicht in Arabien, wir sind in Deutschland, mein Freund. Du musst Okay. dich in Deutschland anpassen. Ja, das ist deutscher Boden, Es passt gibt dich eine bitte freie jetzt Wahl, an. aber Lass mich ganz kurz bitte ich sag. ausreden. Deutscher Boden, passt dich bitte an. Ich komme auch nicht mit meiner afrikanischen Ideologie hier in Deutschland rein und sage, hey, warum ist das hier nicht Afrika? Das ist deutscher Boden. Deutschland bleibt Deutschland. Und wenn es dir nicht passt, Bruder, dann musst du dir ein Ticket buchen und zurückgehen, weil das Okay, ist ein ich. Land, wo alle drüber über alles sprechen und tun, machen, was sie wollen. Also kannst du nicht mit solchen Sachen kommen, bitte. Tun wollen, Ja? was man will, dann kann ich auch meine eigene Religion wählen. Ja, du kannst über das reden, was du willst. Du kannst jetzt einen Channel, du kannst jetzt einen Stream aufmachen und über Christentum reden. Mach das doch, aber ich sag dir ganz ehrlich, wen Ja, juckt's? Mach doch. erzähl lieber irgendwelche Beweise über den Christentum, damit du mehr Leute zu dir bekommst, zu den Was für Christentum. Leute zu Brauchst dir mehr nicht. bekommst? Ich habe eine Hijabi, die ist 19 Jahre alt, die hat mir privat geschrieben. Ich habe gesagt, die soll bloß nicht öffentlich hier hochkommen und drüber reden. Und die möchte sogar den Islam Ja, verlassen. Was sagst das du kannst du halt dazu? machen. Aber du Ja, aber brauchst was nicht, sagst du aber du dazu? brauchst nicht Eine über den Islam zu hetzen. Du brauchst nicht über den Islam zu 19-Jährige, die hetzen. mir schreibt und sagt, hey, Flex, das, was du machst, ist wirklich eine sehr, sehr schön, eine 19-Jährige, die wenigstens mitdenkt. Okay, aber Eine jetzt. 19-Jährige, die wenigstens wahrhaftig ist und die Quellen aufschlägt und sagt, hey, Flex, ich dachte am Anfang, du laberst Scheiße, aber es steht wirklich so drinne. Also Okay, komm das mir gibt. bitte nicht hier hoch und sag mir bitte, Du hör musst auf. nicht irgendwelche Fehler im Koran suchen, okay? Du kannst einfach über deine Religion Sachen erzählen, Beweise rausholen. Das kannst du machen, es den Leuten erzählen, dass sie vielleicht dann sagen, ja, das interessiert mich voll, da höre ich lieber zu, was der Flex jetzt erzählt und so. Das kannst du machen. Du musst aber nicht über den Islam zu hetzen. Okay, was ist denn für dich Hetzen? Also wenn ich jetzt etwas aus Nur wenn einem du. Buch zitiere, ist das für dich dann Hetzen? Du versuchst die Fehler rauszuholen, irgendwelche Fehler darzustellen und diese Sachen. Beantworte mal bitte erstmal diese eine Frage. Immer eins nach dem anderen. Wenn ich etwas aus einem Buch zitiere, ist es dann Hetzen? Nein. Ah, also hast du die Antwort Aber du gerade selber versuchst die gegeben. Fehler Wenn rauszuholen. man etwas aus einem Buch zitiert, ist es keine Hetze. Dankeschön, du hast es vor Du 270 versuchst die Leuten Fehler gesagt. rauszuholen. Es gibt halt keine Fehler. Aber du versuchst Ja, sie immer wieder rauszuholen. es gibt keine. Was gibt es Es nicht? gibt keine Fehler im Koran. Es gibt keine Koranisch Fehler gibt im es Buch. Koran. Es gibt keine Fehler. Ja, es gibt keine Fehler. Okay. Hast du den Koran schon mal gelesen? Ja. Hast du die Bibel Aha, schon du mal hast es gelesen? gelesen. Okay. Dann frage ich dich jetzt mal, wie sind wir denn laut Islam entstanden? Warte ganz kurz. Aha, okay. Adam Ich und gebe dir Eva so waren die viel ersten Zeit, Menschen hier. wie du willst. Adam und Eva waren die ersten Menschen hier auf dieser Adam Dunja. und Eva hatten Adam und Eva SEX? Sind wir so entstanden? Was SX?
Ja, was ist denn SEX? Ich kann das jetzt nicht so aussprechen. Was haben denn Adam und Eva gemacht? Wie sind wir erschaffen worden durch Gott? Wie sind wir denn erschaffen worden? Ja. Was willst du jetzt sagen, wie Adam und Eva entstanden sind oder wir? Nein. Was für eine Eigenschaft hatten wir, als wir erschaffen worden sind? Durch was? Durch was wurden wir erschaffen? Das ist die einfachste Frage. Bunga Bunga, Bunga Bunga. Genau, Bunga Bunga, aber was noch? Guck mal, der ist rausgegangen. Genau da, wenn sie in die Ecke gedrängt werden, dann gehen sie raus. Genau da. Hey, aber Flex, das ist eigentlich immer so, die hassen dich. Aber wenn die nach oben geholt werden, halt verlassen die freiwillig. Freiwillig, der ist rausgegangen. Ich habe ihn nicht gekickt. Der ist freiwillig rausgegangen. Ah, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und ich habe ihn nicht mal angegriffen, ganz normal. Ich habe ihn gefragt, hast du den Koran gelesen? Ja. Dann habe ich ihn ganz normal gefragt, so, ja, wie sind wir denn laut Islam entstanden? Boom, er geht raus. Ah ja, Bruder, weißt du, Hey, was ich meine? Flex, dieses eine Dings, was du mal vorgelesen hattest, das mit den Schwarzen und so, hat jemand dir jetzt eine plausible Antwort darauf gegeben? Oder Hat jemand das das mit diesen gegriffen? Schwarzen, wo er zwei Schwarze für einen verkauft. Bruder, ganz ehrlich, die philosophieren diesen Text so hart, die wollen einfach nicht die Wahrheit aussprechen. Und die kennen die Wahrheit. Es ist einfach so. Also wenn du zwei schwarze Sklaven für einen austauschst, das ist keine Oha. Metapher. Das ist auch, du kannst da nicht rausphilosophieren und sagen, ah nein, das war aber nicht so gemeint. Das ist so. Wenn es so drinne steht, dann ist es so. Also Vor allem, wenn man sich anguckt, wie steht das das im Kapitel heißt. Koran? Es steht in den Überlieferungsketten. Das ist ja das Traurige an der Sache. Boah, ich check Ja. nicht. Aber das steht nicht im Koran. Im Koran steht das nicht drin. Nein, aber in der Überlieferungskette, in den Hadithen steht es drin. Warte, ich nehme mal kurz jemanden hoch. Ganz kurz, Bruderherz. Erstmal Salam alaikum, Flex. Wie geht's dir? Alles gut? Wa alaikum, mir geht's gut. Und dir? Ja, Alhamdulillah, gut. Guck mal, egal wie sehr, wie lange du dich als Deutsch sehen möchtest, du wirst für die Deutschen immer ein Nigger bleiben und Ben Fresh wird auch ein Nigger bleiben für die Deutschen. Jetzt verpiss. Was ein Gangster. Wow. Richtig krass. Wow. Ey, Zero, du bist der größte Gangster, den wir Wow. je gesehen haben. Also, Ben, siehst du, Bruder, wo ich mit dir telefoniert Bestätigung. habe, Ben, genau das sind die Und Menschen, das ist von was ich dir gesagt auch die habe. Bestätigung. Und ich wette, wenn man ihn fragt, was er glaubt, er ist Moslem. Jetzt nicht gegen alle Moslem, 100%, aber ich natürlich. wette zu 100%, er ist Moslem. Dieser Seru. Wahnsinn. Also, Und die siehst du, denken Ben? Siehst du, Ben? wirklich, Meine Aussage hat ich sich sage, bestätigt. Die guck sind mal, ich so. sage, die Die sind sind so. so. Und ich sage, bis jetzt, ne? Guck mal, ich bin hier drinnen gewesen, ich war respektvoll, ich habe niemanden hier angegriffen, aber ich merke Stück für Stück, das ist ja nicht richtig, was du sagst. Stück für Stück merke ich, wie diese Menschen sind und Stück für Stück habe ich diese Menschen schon davor erlebt und du hast nur das bestätigt und also du hast mäßig nochmal also die Bestätigung gegeben, dass diese Menschen wirklich so sind. Und Richtig. so über Schwarze denken, dass Schwarze abwertend sind, dass Schwarze nichts wert sind, dass Schwarze Sklaven sind. Also das Bruder, merkst du auch in glaub Deutschland. mir, die sehen uns so. In Deutschland ist es auch so verankert im System, aber ganz leicht. Aber du merkst trotzdem, dass diese Rassismusschiene von den meisten, die immer sagen, ja, ey, komm, wir sind auch alle Brüder im Islam und bla bla, aber wenn es darauf Ja. ankommt, bist du da, sagt er das N-Wort, hast ja gehört, Ja. bleibst du ein N und bleibt, das ist genau diese Denkweise. Und Richtig, du bist so, richtig, und richtig. ich merke das, ne, guck mal, ich war ja ruhig, ich habe keine Partei ergriffen, aber ich Genau. merke die Art und Weise, wie du dich gibst, wie die immer direkt von 0 auf 100 durchdrehen, Richtig. da merkst du doch, aus was für ein Holz die geschnitten sind. Das sind so Richtig. eine Lüge, also nicht alle, die meisten sind solche Heuchler, also das was anderes Bruder, fällt mir nicht soll ich dir ein. was sagen, Ben? Heuchler. Bruder, soll ich dir mal was sagen, Ben? Bruder, wenn die unter ihre vier Wänden sind, mit ihren Gleichgesinnten, okay? Wenn die mit ihren Gleichgesinnten sind, Bruder, weißt du, wie oft die das N-Wort benutzen, Ja, Bruder? Wenn du 100%. wüsstest.
Und deswegen, 100%. ich chill schon gar nicht mehr mit so solchen Menschen. Null. Nee, ich kann mit denen auch gar nicht chillen. Null. Also ich kann mit solchen Leuten gar nicht, ich komme mit denen null klar, weil ich ganz genau weiß, wie die denken. Ich habe Freunde natürlich vom Kleinen auf gehabt, die auch Türken habe ich als Freunde gehabt, Araber, aber die haben mir strikt auch immer gesagt, wie die über Schwarze denken. Das fand ich korrekt, dass die mir immer gesagt haben, wie die über Schwarze denken. Und ja, die dürfen nicht mal Schwarze als Freunde haben, Alter. Schwarze werden ja bei denen als Dämonen abgestempelt. Ja, natürlich. Araber. Und ich meine, die haben ja für Schwarze, also, Digga, wie viele Namen haben sie für Schwarze, Digga? Dann, oder weißt du, was das Schlimmste ist? Dann, keine Ahnung, wie viele Sachen die, also wie die uns nennen. Das ist unglaublich. Unglaublich, unglaublich. Du kannst weiter kurz reden, Ben, ich bin gleich wieder da. Kannst die Leute kurz ein bisschen unterhalten? Ich bin gleich da. Kleinen Moment. Okay. Guck mal, und dann wird immer gesagt, ja, es gibt die schwarzen Moslems. Ja, und die Sache immer nur so gut zu reden. Ja, da gibt es schwarze Moslems und so. Aber im Endeffekt akzeptiert ihr gar keine Schwarze, also viele. Wie ich gemerkt habe, habt ihr auch hier gemerkt, dieser Sedo kommt rein, beleidigt direkt. Ja, für die Deutschen bleibt ihnen, sagt er das N-Wort zweimal hintereinander. Vor allem, ich habe mal eine Frage. Ich bin ja Deutsch. Hast du von Deutschen sowas so oft gehört? Oder weil Nein. Ich persönlich sage, so würde sowas niemals sagen. Also ich kenne niemals so einen Gedanken. Für mich ist Flex sogar deutscher als viele Deutsche, die ich kenne. Also das macht gar keinen Sinn. Also ich persönlich habe ja immer auch gesagt, dass ich Rassismus eher von unseren Ausländern, sag ich mal, unser Südländer, ja, Tüdelchen, sag ich mal, die auch sagen, ja, wir sind Ausländer, von denen habe ich Rassismus mehr erlebt als von Deutschen. Deutsche sind manchmal auch rassistisch, natürlich, aber bei den Deutschen ist es noch gesund. Rassismus von den Deutschen ist noch dieses Gesunde. Darf ich nur kurz das nochmal erwähnen? Also, ihr müsst ja mal so sehen, also klar, also, oh, Moment, die Tür geht schon wieder auf, ey. Das nervt mich gerade. Guck mal, so, und da kommt immer, ey, Flex, da kommt immer dieses 50% der Araber sind Schwarze. Was labert ihr für eine Scheiße? Das ist voll der Müll, das stimmt gar nicht. Die sind einfach so, wie sie sind und fertig. Ich verstehe das nicht. Die wollen immer alles so gut reden und das ist so traurig. Dieser Cero, ne? Ich hätte so diesen Cero, der jetzt reingekommen ist, ne? Ich hätte ihn gerne mal. Also wirklich, ne? Der kommt hier rein. So ein HS, sorry Leute, aber so ein HS, was anderes hat er echt nicht verdient. Bruder, das Ding ist, so Menschen wie Cero, ich sag dir ganz ehrlich, in meiner Welt, der Kerl würde keine Sekunde überleben. Ich sag dir ganz ehrlich, wie es ist. Keine Sekunde. Ich meine, ich muss in der Liebe bleiben, aber schon alleine, so wie die reden, so abwertend und so widerlich. Der Kerl, wirklich, also seine arme Mutter, die Mutter kann echt nichts dafür. Ja, ich werde die Mutter niemals beleidigen. Warum? Bruder, weil die Mutter... Aber die Mutter ist auch ein Bestandteil davon, Bruder. Wir hatten ja schon das Gespräch, dass es von zu Hause anfängt, wie man erzogen wird. Und viele also werden von zu Hause gezüchtet, auch gegen Schwarze zu sein. Wir bekommen das von den Eltern zu hören, dass Schwarze abwertend sind, dass Schwarze Dämonen sind oder dass... das stimmt. Und dass Schwarze nichts wert sind. Ich denke schon, dass die Eltern schon irgendwo Schuld haben, dass dieser Cero so oft auf dieser Welt, also auf diesem Planeten ist und so über Schwarze denkt. Und deswegen, ich hoffe, dass Manuelsen, ja, der ist ja auch unser Landsmann, ich hoffe, dass er diese widerlichen Gesichter von denen erkennt. Wirklich. Der soll einfach bei der Black Community bleiben und fertig, Mann. Ich sag dir ganz ehrlich, weil das sind widerliche Menschen. Ich sag dir ganz ehrlich, Bruderherz, also schon alleine wie dieser Cero, der gerade reinkam, der hat das nochmal bestätigt. Wo ich sage, alles klar, okay, weiß Bescheid. Weil so denken die über uns. Das ist einfach Fakt, Bruder. So denken die. Ja? Manu zum Beispiel, der Bruder, der weiß es nicht. Aber hinter seinem Rücken, ich wette mit dir, wenn die alle unter ihre vier Wänden sind, glaub mir, die reden richtig abwertend über den. 100%. Bro, ich weiß es doch. Ich habe doch so viel mit Leuten so zu tun gehabt, wo ich einfach auch gemerkt habe, wie die über Schwarze denken und so. So ist es nicht. Ich meine ja, ich habe das ja selber erlebt. Das ist ja nicht eine erfundene, also dass ich irgendwas erfinde, sondern ich habe das ja selber erlebt und das ständig erlebt. Absolut.
Deswegen kann ich auch darüber erzählen, ohne irgendwie zu denken, ich muss den Leuten hier was vormachen oder so. Und dieser Cerro hat uns jetzt gerade dazu gebracht, dass das Ding geplatzt ist, dass man jetzt wirklich diese Bestätigung bekommt, wie diese Menschen über uns denken, obwohl die sagen, ich bin gläubig und bla. Leute, das ist heuchlerisch. Das macht für mich irgendwie Widerspruch in sich, macht für mich keinen Sinn. Zu sagen, du bist mein Bruder im Islam, aber du nennst das N-Wort, also du akzeptierst mich nicht, also Allahs erschöpft, akzeptierst du nicht. Dann willst du ja quasi sagen, dass Allah einen Fehler gemacht hat bei der Erschöpfung von Menschen, wenn du einige Menschen nicht akzeptierst. Dann ist es ja auch direkt sündigen von dir, wenn du Allahs Erschaffung nicht akzeptierst, oder liege ich da falsch? Nee, du liegst richtig, Bruderherz. Aber dieser Zero hat nochmal heute mir das bestätigt, wo ich echt sag so, ja, jetzt weiß ich, wie ich zu handeln habe in Zukunft mit so solchen Menschen. Egal wo. Es ist einfach so. Weißt du, die bestätigen das immer am Ende. Das N-Wort wird immer fallen bei denen. Das ist nichts Neues. Sogar ein Deutscher hat mehr Respekt. Viel, viel mehr Respekt. Also pro Stream tue ich auch locker, jetzt mal ohne Spaß, 15 Leute stumm, weil die irgendwas in diese Richtung schreiben. Immer wenn du zum Beispiel lachst oder so, dann fühlen die sich so getriggert, dann können die sich nicht zusammenreißen und schreiben so einen Mist rein. Jedes Mal. Das ist ganz schlimm. Ja, das ist normal, Mann. Die sind verbittert, es tut weh, das ist wie so ein Messer, was ins Herz reingeht und richtig ausbluten lässt. Und das die wollen tut weh, nicht. Bruder. Die Wahrheit tut weh. Und du als Blackie hast Schweigepflicht, Bruder. Du darfst als Blackie deinen Mund am besten nicht aufmachen. Du darfst deine Meinung auch gar nicht frei aussprechen. Also diese Sklaverei-Gedanke, was früher war, gilt bis heute noch bei sehr, sehr vielen. Glaub mir, Bro. Und wenn du redest, das triggert den einfach. Die wollen Schwarze nicht mal diese Plattform geben, irgendwas. Du weißt doch, diese Unterdrückung ist immer noch am Start. Und die kommen darauf nicht klar, dass ein Flex da sitzt und seine Eier in die Hand nimmt, ja, und endlich mal spricht, weil die kennen das nicht von Schwarzen, weil die immer Schwarze unterdrücken. Die unterdrücken immer Schwarze, und die suchen sich auch immer explizit Schwarze aus, die unterdrücken können, die sich das vielleicht extra gefallen lassen, und nichts kommt. Checkst du, was ich meine? Die suchen sich das. Ich weiß, Bruder. Vor allem das Ding ist, Bruder, guck mal, weißt du, wie viel Drohungen ich schon bekommen habe? Aber Bruder, ich bin Mann genug, jeden Tag hier live zu kommen und darüber zu reden. Die Drohungen, die bringen nichts. Du kannst mir eine Bombendrohung machen. Es bringt gar nichts, weil ich bin ein Mann. Und ich habe solche Teile da unten, dass ich sage, hey, hör mal zu, es hat keinen Wert, dass du mir überhaupt drohst und schreibst und sagst, hey, ich komme, ich mach das mit deiner Das bringt nichts. Denn ich werde jedes Mal ich werde immer die Wahrheit sprechen. Das ist mir egal. Das interessiert mich gar nicht. Bruder, wenn ich dir die Drohungen zeige, was die da schreiben, Bruder, da denkst du dir wirklich, Alter, was sind das für Müslis, Mann? Die Eltern können echt nichts dafür, Ben. Ich sag dir ganz ehrlich, die können nichts dafür. Ich küsse deren Mutter die Füße, ohne Spaß, Bruder. Die Eltern können nichts dafür. Aber das sind hängengebliebene kleine Kinder, in meinen Augen. Das sind keine Männer. They have no honor. Das sind für mich keine Männer, sorry. Ich würde mir niemals die Zeit nehmen, irgendjemand eine Drohnachricht zu schreiben. So ein Mann bin ich. Mann genug, sowas nicht zu tun. Deswegen sage ich oft, wie die meisten von denen ja auch aussehen, dass sie so extrem ausgeprägte Bärte haben, dass es nicht auszeichnet, dass man gleich ein Mann ist, weil viele denken gleich nur, weil die einen Bartwuchs haben, ja, und weil die irgendwie nichts dafür können, dass sie so einen Bartwuchs haben, dass sie gleich Männer sind. Aber wenn es darum kommt, sein Mann zu stehen und wirklich ein Mann zu handeln, verfehlen sehr, sehr viele den Test. Warum? Weil die am besten mit Gegenstand kommen oder mit der Horde, so die meisten. Deswegen, ich habe da nichts mehr hinzuzufügen. Und die immer so machen, ja, komm, dies und das. Keiner, die wenigen von denen sind Männer. Punkt, aus Ende. Richtig. Und Bruder, wir müssen mal eine Sache hinzufügen. Und das knall ich denen richtig ins Gesicht. Hast du jemals gesehen, dass Christen
andere drohen oder eine Drohnachricht schreiben? Warte mal kurz, ich muss mal kurz zwischengrätschen. Kommt hier so ein Bucher rein, ja, der fünfmal auf den Kopf gefallen ist, für Fame einfach am Nacken. Was sucht überhaupt Ben Fresh hier? Du elender, egal, ich will nicht blinding werden, weil ich bin gerade so, auf 180, weil dieser Cerro hat nochmal so Öl ins Feuer gegossen. Was willst du hier? Was für Fame? Habt ihr irgendwie, ihr kleinen HS-Kinder, die immer so denken, was ist los mit euch? Was für Fame? Da ja. dürfen wir auch mal live gehen und dürfen wir uns auch mal aussprechen? Dürfen wir nicht, Ben. Wir Schwarze haben Verbot, wir dürfen nicht live gehen. Gib dir das mal. Gehört TikTok dein Vater? Hat dein Vater TikTok erfunden oder warum kommst du hier und sagst für Fame, du HS? Du kommst hier auch her und schreibst hier rein mit deinem Profil, was für Fame? Ich hab keine Lust auf Fame. Ich komme hier hin, weil mich das Thema interessiert und ich rede darüber. Richtig. Und das, was du hier geschrieben hast, kannst du dir sonst irgendwo reinstecken. Jetzt mal im Ernst. Ne? Man chillt die ganze Zeit, man ist respektvoll. Kommen die hier rein, haben nichts Besseres zu tun. Geh einfach schlafen, es ist zu spät. Die spielen die Opferrolle, Bruder. Normal. Jedes die mal. Spielen Opferrolle. Wie oft habe ich angesprochen, dass Rassismus, ne, in Deutschland, du kannst Rassismus von einem Schwarzen nicht gleichstellen mit einem Südländer. Die sagen, richtig. Nein. Ich erlebe auch Rassismus. Weil ich ja schwarze Haare habe. Ich sag, Digga, Kollege, was laberst du? Du kannst Burak heißen, du hast ein Vorstellungsgespräch, kannst gegebenenfalls deine Haare blond färben und dann hast du das Problem schon behoben. Ja, ist so. Von deinem Aussehen her kannst du viel machen. Digga, wir haben eine schwarze Haut, Kollege. Verstehst du das? Wir sind schwarz. Wir können nicht kurz, wenn wir ein Vorstellungsgespräch haben, kurz irgendwie an unserer Haut irgendwas machen. Ist so. Die wollen das nicht verstehen. Das ist unterteilt. Rassismus ist in Deutschland vorhanden und das ist nicht gleichzustellen wie von einem Südländern, so wie auch nicht von einem Schwarzen. Es ist unterschiedlich. Sogar manche Südländer und Deutsche tun sich zusammen und arbeiten gegen den Schwarzen. Warum? Weil die einfach eine weiße Haut haben und das verbindet. Richtig. Die wollen das nicht verstehen, Bruder. Ich sag das jedes Mal. Dann sagen die, nein, wir leben genauso wie ihr. Rassismus, Digga, deine Vorfahren sind Gastarbeiter gewesen, haben mit Deutschland aufgebaut. Richtig. Ja? Was willst du mir erzählen? Was willst du mir erzählen? Und machst die hier auch auf Opfer und sagst, ja, wir sind auch hier, wir haben es auch hart. Natürlich erlebt ja vielleicht Rassismus. Aber Digi, in Hamburg, Wilhelmsburg, Bro, wenn du da hingehst, du denkst, du bist in der Türkei. Digga, in Köln. Gibt's so Gegenden, Digga, das sind so viele türkische Läden und so. Digga, was wollt ihr mir erzählen? Ja, Mann. Und dann kommen die mit, ja, aber wir werden auch unterdrückt. Ihr könnt das nicht vergleichen. Wir Schwarzen kommen, sorry, dass ich das sage, wir kommen immer zu kurz. Wenn es um Jobsuche geht, sind wir die Letzten, die vielleicht eine Chance haben, irgendwo reinzukommen. Ja, Mann. Was spielt ihr euch auf? Und jetzt kommt dieses... Ja, lass mal diese, was sagen die immer? Ihr kommt immer mit dieser Opferrolle, vielleicht Schwarzer, Diggi, willst du einmal meinen Schuh laufen, Digga? Und dann wirst du verstehen, weil du hast leicht reden, weil du nicht das durchgemacht hast, was ich durchgemacht habe. Ja, ist genauso auch, wenn du einen Boxkampf guckst, dann siehst du, Beispiel, du bist für mich und dann habe ich einen Boxkampf und flex, du sagst so, Digga, Ben, warum haust du nicht diese 1-2, Digga, und du sitzt vorm Fernseher und schreist rum und denkst, du kannst mich lenken, als würdest du PlayStation spielen. Aber wenn du selber drinne stehst, kannst du auf einmal diese Kombination auch nicht schlagen. Checkst du, was ich meine? Ja. Von außen kann man sehr, sehr leicht reden, aber mach doch mal selber. Ja, ist der Wahnsinn. Da ist jemand, der will hoch, Ben, ich bin mal gespannt. Mal gucken, ob der respektvoll ist oder auch anfängt zu beleidigen, weil anders kennen wir es ja nicht. Guten Abend. Schauen wir mal. Guten Abend, Son Goku. Was können wir denn für dich tun? Männer, ich möchte ganz kurz reingrätschen. Erstmal, Respekt gebührt, den der Respekt gibt. Deswegen, also ich bin auf jeden Fall respektvoll zu euch. Was ich jetzt sagen möchte ist, Bro, guck mal, es geht um Dunkelhäutige. Das Thema geht ja gerade darum, ne? Guck mal ein, ich sag mal, jeder, der einen Glauben hat, ich meine, keiner von uns ist sündenfrei. Das heißt, wer, also wie, ihr spricht ja auch gerade von Muslimen, oder? Generell, ja. Generell, insgesamt, ja. Guck mal, bestes Beispiel, Unrecht habt ihr auf jeden Fall nicht, weil ich sage euch, warum ihr nicht Unrecht habt, wenn ihr die Streams die letzten Wochen von Manuelsen gesehen habt, wo er auf TikTok live war,
die ganzen Kommentare da unten, die waren widerlich, die waren schrecklich. Guck mal, ich selber als Moslem, ich habe die Kommentare gesehen. Guck mal, man kann jetzt auch nicht jeden einzeln versetzen und sagen, hey, okay, hinter jedem Fake-Account stecken Muslime. Weißt du, was ich meine? Also davon, also ich sag mal, die Mehrheit waren auf jeden Fall unsere Leute. Bro, ich kann euch nur sagen, die Kommentare... Also ich bin ganz ehrlich, woran man erkennt, dass ein Moslem, sag mal, beleidigt, es sind immer dieselben Wörter. Und das merkt das man stimmt, einfach. Stimmt. Jetzt sage ich dir aber kurz eine Sache, Flex. Ben, hörst du mich, Ben? Ben ist da, der hört dich. Ben, guck mal, Bro, ich sag dir auch, bei uns im Islam, Bilal Habeshi ist der Erste, der den Gebetsruf gerufen hat, als Dunkelhäutiger. Das heißt... Ja, aber er war bis ans Lebensende Sklave. Ja, ganz kurz, hast du recht. Guck mal, wie schön du es gesagt hast. Er war bis ans Ende Sklave, aber er hat bei uns eine ganz große Rolle gespielt. Er war der Erste, der den Gebetsruf zu Gott gerufen hat. Und da wurde er immerhin noch versklavt. Ihr habt ja selber, wie du gerade eben selber gesagt hast, aber Bro, einer, der Dunkelhäutige beleidigt, egal was für eine Religion hat, Bro, also vor allem bei uns Muslime ist das definitiv normalerweise verboten. Definitiv. Ja, aber ich kann dir, guck mal, ich kann dir sogar eine Quelle zeigen, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zwei schwarze Sklaven für einen austauscht. Also das heißt, der Prophet hatte Sklaven gehabt. Weil wenn du zwei schwarze Sklaven für einen austauschst, dann bist du eigentlich ein Sklaventreiber. Weil du verkaufst. Zeig mal die Verse, Bro. Zeig mal die Verse. Ich glaube, das niemand. Okay. Ist alles okay. Ich zeig dir den Vers. Ja, alles zeig mal bitte gut. Ich habe hier alles gespeichert. Alles gut. Zeig mal. Also ich will dir auf jeden Fall auch nochmal sagen, also bis du suchst, ich will auch nochmal sagen, wie gesagt, also bei uns. Wie ich dir gesagt habe, Bilal Habeshi hat bei uns eine ganz große Rolle gespielt, Bruder, und deswegen ist auf jeden Fall einer, der Dunkelhäutige beleidigt ist, definitiv nicht von uns. Das sage ich mit Schrift und Siegel. Guck mal, auch wenn ich kein Moslem wäre, es geht überhaupt nicht, Dunkelhäutige, irgendetwas zu sagen, Bruder. Jungs, bitte, bevor ihr anfängt, okay? Ihr habt ja vorhin über das N-Wort diskutiert. Ich habe einen Punkt, okay? Der geht mir schon seit längerem liegt er mir auf der Zunge und auf der Seele, okay? Ich habe mir Moslem mal gesagt, dass das N-Wort auch in der Bibel steht. Und da habe ich wirklich nachgeschaut in Timotheus und ich habe das wirklich gefunden. Das steht da wirklich drin, mein Bruder. Das habe ich selber nicht verstanden. Danke, dass du da warst, Mann. Ganz ehrlich, dieses N-Wort kommt da drinnen nicht vor. Und wir wissen ganz genau, dass wenn wir den Schlachter nehmen, den Heder nehmen und wenn wir andere Versionen nehmen, dass es nicht da drinnen vorkommt. Hört auf, Wörter zu verdrehen. Es geht um den Befleckten. Es geht um, wenn ein Panther befleckt ist und wenn das... Bitte, hört auf, Mann. Das wurde tausendmal widerlegt. Kommt schon, Mann. Also keiner will das wissen, Mann. Hört auf zu lügen und mit eure Geschwätz. Also ganz ehrlich, bitte. Flex. Das ist so lächerlich. Ja. Nicht jetzt hauptsächlich auch Muslim oder so. Ich meine allgemein, also dieses Dunkelhäutige, dieses Thema, du weißt ja, ich brauch's dir nicht erklären, Bro. Du bist, hast es selber miterlebt schon bestimmt. Dass der Hass auf jeden Fall da ist, dass diese Witze da sind, dieses Haha, Hihu, der ist schwarz, dunkelhäutig, Hihi, weil du kennst doch die ganzen Witze. Also Stash, ganz kurz, Son Goku, Stash, das ist nicht böse gemeint, aber Negro heißt schwarz. Negro heißt schwarz. Und Negro ist keine Beleidigung, sondern es heißt schwarz. Das musst du unterscheiden können. Negro heißt schwarz. Auf Französisch? Nochmal. Negro heißt schwarz. Nur nochmal übersetzt für dich. Ne? Und an die ganzen jesidischen Brüder und Geschwister, Leute, ich liebe euch von ganzem Herzen. Ich sehe es schon. Da sind ein paar Jesiden da. Son, grüßt euch. Ganz kurz, Lion. Ich wollte die Community und ich möchte Son Goku diesen Vers zeigen. Ben, ich will dir auch diesen Vers kurz zeigen, Ben. Aber ich glaube, den kennst du schon, den habe ich dir gezeigt. Warte. Also, Imam An-Nasai, ja, also Sunan An-Nasai 4621. Sahih, authentische Quelle. Yeah. A slave. Okay, wir analysieren den Text von Anfang an. Und dann lesen wir den Kontext. Nicht, dass es am Ende heißt, wir reißen es aus dem Kontext. A slave came and gave his pledge to the messenger of Allah. To immigrate, and the prophet did not realize that he was a slave.
Then his master came looking for him. The Prophet said, the Prophet Muhammad said, sell him to me. Okay, jetzt geht's weiter. So he bought him for? Two black. So he bought him for two black slaves. Der Prophet hatte zwei schwarze Sklaven verkauft für einen. And then he did not accept until he had asked, is he a slave? So, er hat zwei schwarze Sklaven verkauft für einen. Also hatte der Prophet... Genau. Kannst du auch Arabisch zeigen? Ich kann auch Arabisch lesen, Flexer. Ja, okay, gerne. Ja. Ist das vor? So. Das war Tier, also war so, so eine geschäftliche Sache gewesen, glaube ich, Geschäftssachen gewesen. Nein, nein, nein. Wir gehen jetzt mal zurück. Guck mal, wenn du diese Überschrift nimmst, das ist der Chapter, weißt du, wie wir Dunkelhäutige bezeichnet werden? Selling animals for animals. Die Sklaven, die schwarzen Sklaven werden als Tiere bezeichnet. Das ist nein, die nein, 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 nein. Lion, Kurdi. Ich kenne doch Arabisch. Lion, Kurdi. Und ich verstehe Englisch super. Okay, aber der Arabisch ist der Hauptversion, nicht der Okay, Position. Du willst mir jetzt sagen, das ist falsch? Genau, der Schatz ist nicht falsch, das Animals ist richtig. For the animals of, das ist richtig. Okay? Ja. Das geht um die Tierengeschäfts. Okay, okay, Lion. Jetzt bleiben wir mal ganz ehrlich miteinander. Okay, bleiben wir mal ganz, ganz ehrlich miteinander. So, he bought him for two black slaves. Also sind diese zwei schwarze Sklaven Tiere? Ich will Arabisch, ich kenne kein Englisch. Warte, du hast ja gerade eben gesagt, es geht hier um Tiere. So, jetzt frage ich dich, sind diese zwei schwarze Sklaven Tiere? Geh mal auf der rechten Seite Arabisch, da kann ich sagen, dass das über den Menschen... Lion. Geh mal kurz Bruder, auf der rechten Seite, bitte. Gleich, Bruder. Du hast gerade eben gesagt, Selling animals, hier geht es um Tiere. Okay, dankeschön. Jetzt frage ich dich, selling two black slaves, sind dann diese zwei schwarze Sklaven Tiere? Ja, oder? Auf Englisch, ja, so, das hast du so geschrieben auf Englisch, ja. Okay, soll ich einen richtig arabisch sprechenden Christen hier reinholen, der dir das auch übersetzt? So, möchtest lass uns du das? Kurz mal genau das hier genau sehen. Steht das, okay. Ich erzähle jetzt auf Deutsch, was das genau geschrieben, okay? Die Tür zum Verkauf von Tieren und Tieren im Hand. Also wie mit dem Handschlag, das weißt du? Handschlag. Mhm. Das ist und immer noch sind das die zwei schwarze Sklaven, aber egal, lies weiter. Ich komme noch dazu, أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي زبير عن جابر قال جاءه عبد فبايع الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد فجاءه سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم bereibe. Also das schwarze Sklave gekommen bei Prophet Muhammad ohne seine Herr. Ohne seine Herr. Der wusste nicht, das ist ein Sklave, der Prophet Muhammad, okay? Der kam seine Herr, der wollte von der Prophet wieder zurücknehmen. Der Prophet Muhammad hat diese Sklaven gekauft, um befreit zu werden. Und der wusste nicht, dass er eine Herr hat, weißt du? Sein Herr kam zu Prophet Muhammad, der wollte das ändert, ja, aber guck mal, Lion Kurdi. Das ändert aber nichts an der Sache, dass er Sklaven besitzt, also Sklaven hatte, der Mohammed. Das ändert nichts an der Situation. Der Prophet Mohammed wollte der Sklaven befrei machen. Und er wusste, indem er zwei schwarze Sklaven verkauft für einen? Nein, der hat gekauft. Ja, so he bought him for two black slaves, richtig.
Der Prophet Muhammad hat das gekauft, damit es so frei wäre, freigeben. Verstehst du denn? Da, früher war damals so, die haben immer die Sklaven von den Reichen genommen, die Ungläubiger genommen und gekauft und befreit. Und die haben gesagt, dass ihr, wenn ihr möchtet, könnt ihr bei uns bleiben und wenn ihr möchtet, könnt ihr befreit werden. So ist das. Verstehst du denn? Okay, wir holen jetzt mal einen, der Arabisch kann. Ich will das ganz genau auf Arabisch haben. Ja. Ich will das ganz genau auf Arabisch haben, weil ich frage mich, warum hat der Prophet trotzdem sell him to me, so he bought him for two black slaves. Flex, hol mal einen von dir rein, den du gestern hier drin hattest, Bro. Einen gestern Aramäer oder irgendein. Ja, das ist der wahre Glaube. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob der wahre Glaube online ist, weil der kann es genauso übersetzen. Moment. Leute, ihr könnt so schön philosophieren, wie ihr wollt. Trotzdem, hier sehen wir, der Prophet hatte trotzdem Sklaven gehabt. Ob 1, 2, 3, spielt keine Rolle. Er hatte einen Sklaven. Und das geht. Ja, Flex, aber Laien tut es doch gerade übersetzen auf Arabisch. Verstehst du, was ich meine? Also, ich meine, er hat doch keinen Grund, jetzt hier irgendwie was anderes zu behaupten. Ja, Marouche, kannst du Arabisch? Nee, lesen auf keinen Fall. Aber verstehst du, wenn ich Arabisch lese? Verstehst du? Nee, nicht gut genug, um das jetzt 100% zu sagen. Ich bin gerade am Lernen, also das wird nicht genau. Sonst konnte ich das lesen und du kannst es auch verstehen, weißt du? Mhm. Ja, klar, ich verstehe schon, aber wie gesagt, das ist noch zu schlecht bei mir. Ich habe erst angefangen vor 3-4 Wochen. Weil, Flex? Ja, mein Lieber. Unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam würde niemals irgendwas über Dunkelhäutige oder irgendetwas sagen, Bro. Der hat die befreit, um sie von den Reichen wegzunehmen. Weil damals war es leider Gottes so, dass die Reichen die Dunkelhäutigen gekauft haben. Genau. Ja. Das sind Sklaven für uns. Und wer war damals in den, ich glaube, 6. Jahrhundert, 7. Jahrhundert, wer war damals der größte Sklaventreiber? 16. Jahrhundert war angeschieden den Amerikaner, oder nicht? Die haben doch die Sklaven genommen, das Europäer. Bist du dir ganz sicher? Ja, klar. Okay, kleinen Moment. Moment. Die Sklaven eigentlich sind der ursprünglich kam eigentlich aus der, wie heißt du mal, der, ich weiß den Namen, also in Europa. Ich zeig dir mal, was mit den Schwarzen gemacht worden ist. Ich sag dir aber nicht, welche Nationalität das ist. Vor der Christuszeiten war das Sklaverei gewesen. Flex, wenn wir jetzt mal so betrachten, der jetzigen Zeit, wir hatten Afrika in der Hand, Bruder. Ich frage dich Hand aufs Herz, wer hat in Afrika in der Hand? Wer spielt und wer hat seine Finger in Afrika in der Hand? Also wer hat seine Finger in Afrika? Sind das meinst du jetzt, wegen den Westen oder wie? Ja, sind das nicht die ganzen... Was hat der afrikanische Präsident gesagt, der vor kurzem eine Debatte hatte mit dem... Ja, aber wir reden ja jetzt von Finger der Geschichte. Weg, ganz kurz, er hat gesagt, Finger weg von Afrika, der so, ihr habt uns jahrelang, der so, Jahrhunderte habt ihr uns versklavt, ihr habt Jahrhunderte eure Finger bei uns in den Ländern. Der so, raus mit euch, Bruder, raus mit denen. Ich wollte nur was sagen, ob das Christen oder Muslimen unterscheiden zwischen Kultur und das Religion selber. Es gibt Charakter und Kulturen von bestimmten Menschen, darf man nicht mischen mit dem Religion. Zum Beispiel gibt es auch bei christlicher Volk oder bei Muslimen. Der Charakter oder das Kultur, das ist separat und das ist selber separat. Guck mal, Ben Fresh? Jetzt. Fresh, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Guck mal, Bro, ich sag dir eine Sache, ich schwöre bei Gott, mach mal das Thema Christentum, Religion einfach mal beiseite, okay? Religion komplett beiseite, Bro. Aber jetzt frage ich dich was, Bruder. Ich mach Religion komplett beiseite, es geht jetzt nicht um Religion. Ich frage dich von Hand aufs Herz zu einem dunkelhäutigen Bruder. Bruder, haben nicht die Europäer und die ganzen Amerikaner seit Jahrhunderten ihre Finger die ganze Zeit in Afrika, ihre Finger in Afrika? Sagst du es mir, Bruder? Ja, aber die anderen doch auch. Ja, okay, aber ganz kurz, guck mal, was ich gerade zu dir sage. Mach die Religion kurz auf Seite, es geht gar nicht um Religion. Ich sag dir so, ne? Ich habe das Ding schon die ganze Zeit studiert und... Ja. Ihr solltet bei mir das letzte Video, was ich hochgeladen habe, anschauen. Haben die? Ja, Lion, warte ganz kurz. Beim Pöscher, guck mal, haben die, bis ich glaube, bis heute ist es ja immer noch so, dass sie Afrika in der Hand haben und so, weißt du, auf Ernst gesagt, aber... Ha ja, Bruder. Eigentlich ist es so, ich sag dir ganz ehrlich, für die Schwarzen, was Glaubentum angeht, denke ich, sind wir nicht mal bei den
Sag ich ganz ehrlich, denke ich, ich weiß nicht, was Flex dazu sagt. Ich glaube, wir sind nicht mal bei dem Christentum richtig aufgedings, wie heißt es, aufgehoben, so wie auch bei den muslimischen. Sind wir danke, aufgehoben. Danke, hast du aber gut gesagt, Bruder. Du hast beide Seiten gerade gesagt, du hast beide. Ja, ich hab das einfach, ich hatte auch mal ein Video gesehen, ja. Flex, wo ein Pastor, auch die Schwarzen wirklich, wie heißt das, schlecht geredet hat. Also das war auch in der Kirche. Ah ja, Kirche, Bruder. In der Kirche, warte mal, es war auch wirklich so in der Kirche, wo Weiße auch Abstand gegenüber Schwarze gehalten haben. Das heißt, sie wollten sogar in der Kirche nicht mal bei Schwarzen, also neben Schwarzen sitzen. Also das habe ich auch schon mal gehört und gesehen auch als Video. Und dass der Pastor sogar gepredigt hat, auch als er da stand, hatte auch schlechte Sachen über Schwarze gehabt. Deswegen sage ich eigentlich, was Glaubentum angeht, so wie auch also Christentum, so wie auch muslimischen Glauben, sind die Schwarzen eigentlich nirgendwo wie auf diesem Planeten erwünscht. So, gut, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe das beobachtet. Gut, dass du jetzt gerade beiseitig gesprochen hast, Bruder. Kennt ihr Umar bin Khattab? Umar bin Khattab, eine dunkle heutige Haut gewesen. Wusst ihr das oder wusstet ihr das nicht? Seid ihr bereit, das Video zu sehen? Lexa, bevor du das noch zeigst, kennst du Umar bin Khattab? Nochmal wer? Der Sahaba Umar bin Khattab. Der Name sagt mir jetzt gerade nichts, wenn ich ehrlich bin. Der zweite Sahaba nach Abu Bakr. Der war dunkelhautiger gewesen. Weißt du das? Ich glaube, ich habe da mal was gelesen, ja. Und das war der zweite Sahaba gewesen vom Propheten Muhammad. Aber weißt du was? Ich habe ein schönes Video für euch. Und ich hoffe, dass ich euch das zeigen kann. Leute, haltet euch bitte alle ganz, ganz dolle fest. Weil das ist sehr, sehr widerlich, ne? Aber ich werde es trotzdem zeigen. Ich hoffe, dass du nicht gesperrt wirst, Bro. Ich hoffe, ich werde nicht gesperrt, ja, hoffe ich auch. Also ich habe jetzt mal 5 Leute eingeladen, die Arabisch können. Mal gucken, ob die vorbeischauen. So Leute, einfach mal hier. Das Video kenne ich ja schon lange. Jetzt, bitteschön. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mit Gebeten hat man sie gelockt. Die Araber bringen bereits im 7. Jahrhundert den Islam nach Afrika und mit ihm die Sklaverei. Denn wer kein Moslem werden will, wird als Sklave in die muslimische Welt verschleppt. 17 Millionen Schwarzafrikaner trifft dieses Schicksal. Aha. Die Geschichte dieses Menschenhandels ist in Afrika bis heute ein Tabu. Aha. Okay. Alles klar. Ja, du hast mal eine Quelle geholt, wo einfach Medien ist. Ne? Oder? Ich hoffe, ja. Ihr habt das alle gehört. Du hast mal Medien gehört. Jemand, der sich mal einfach von sich selber sowas zu sprechen. Das ist keine Quelle. Ja, aber es sind Dunkelhäutige, die darüber selber berichten. Familie von Familie, Stämme zu Stämme, die berichten darüber. Ja, ich kann genug Berichte machen und einfach drauf sprechen und einfach als Informationen legen, das, wie ich das möchte. Ne? Ja, aber das heißt also, unsere schwarzen Brüder, die lügen alle hier, oder wie? Hier gibt es genug Medien, die das genau lügen und die haben extra Ziele, was zu erreichen. Und Flex, weißt du, wie viel Dunkelhäutiger auch über die andere Seite sagt, hey, wir werden von denen auch diskriminiert und alles. Das ist dir schon bewusst, oder? Du warst gerade nicht da. Ich habe mit Ben Fresh gerade gesprochen. Und es gibt so viele auch auf der Seite des Christentums leider, wo auch viele, 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 sehr, sehr viele auch wie Dunkelhäutige sind. Bruder, ich sag mal hart auf hart, Bruder. Dunkelhäutige, wie Ben Fresh gerade gesagt hat, ist auf beide Seiten nicht ja, gut aufgehoben. Der was Unterschied ist aber, wir leugnen das nicht. Ihr leugnet das immer. Wir arbeiten uns Geschichte auf. Europa steht dazu. Und ihr nicht. Es wurden an der Kaaba noch 1960 Sklaven verkauft. Neben der Kaaba. Nackte Frauen. Bro, ganz das kurz. Könnt ihr doch nicht alles immer leugnen. Okay, ganz kurz. Wir leugnen gerade gar nichts. Wir legen jetzt mit Quelle hin. Seit Jahrhunderten. Wer hatten seine Finger gerade noch immer in Afrika? Jetzt aktuell. Klärt mich auf. Von wem kamen denn die Sklaven zuerst? Nein, ganz kurz. Klärt mich mal auf. Verkauft. Okay, warte, du sagst heute, wer hat in Mauretanien immer noch Sklaven? Hallo. Welche Religion, wenn du da so kommst? Na, wir haben doch gerade das Thema Afrika, oder nicht? Wir haben doch ja, Mauretanien ist doch Afrika, oder bin ich bescheuert?
Nein, nein, aber ganz kurz. Wir hatten gerade komplett Afrika in der Hand. Sag du es mir. Aktuell nicht mehr viel. Europa geht doch aktuell raus. Ha, Europa geht raus. Das glaubst du wohl selber nicht, Mann. Guck mal vor. Dann guck mal. Warte mal, wenn ihr von dem Konflikt redet zwischen Afrika und dem Westen. Afrika hat den Westen schon lange den Krieg erklärt und die Afrikaner lassen sich das nie wieder mehr gefallen. Das definitiv sehen wir jetzt. Oder aber jetzt, Afrika hat noch die ganzen Verträge. Guck mal, ey. Nein, Afrika hält sich nicht mehr dran. Die Afrikaner haben Start. Guck mal, soll ich dir mal sagen, was jetzt passiert? Viele werden sich vor Afrika verbeugen. Ich gebe dir Brief und Siegel. Weil die ganzen Ressourcen, viele, viele wissen nicht, und das werde ich jetzt mal ganz klar und deutlich sagen, viele wissen nicht, dass die ganzen Ressourcen aus Afrika kommen. Denn ohne Afrika ist das Ende aller Länder, da gebe ich dir Brief und Siegel. Viele lachen über Afrika, aber wissen nicht, dass die ganzen Ressourcen aus Afrika kommen. Euer Handy, was ihr da habt, da gibt es bestimmte Teile, die kommen aus Afrika. Das kriegen die hier gar nicht. iPhone, Kongo. Leute, Afrika ist das Herz der Welt. Das wissen viele auch nicht. Die Europäer und der Westen, der wusste schon, dass es auf jeden Fall ein mächtiges Land ist. Aber was haben die gemacht? Na klar. Versucht. Na klar. Und wehe. Die Afrikaner kommen an die Macht. Oh mein Gott. Das Ding ist halt, ohne die Afrikaner wird es heute kein iPhone geben, wenn wir heute wahrscheinlich nicht live sein, ist das Ding. Weil ja. Diese ganzen Stoffe zum Beispiel, wie dieses Internet-Ding in den iPhones oder generell in den Handys, weil dann hätten wir keine Verbindung über TikTok zum Beispiel. Ja, es gibt viele Sachen, das läuft alles über Afrika. Alle lachen Afrika aus. Ah, guck mal, die leben ja noch in. Leute, ja, wurden unterdrückt, etc. Aber jetzt sagen die reichen Afrikaner, die Älteren, die Jüngeren, die jetzt gerade reinkommen, sagen, hey Leute, wisst ihr was? Ihr könnt uns mal. Hier und jetzt ist Feierabend. Ihr bekommt gar nichts mehr. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie Frankreich sich über Wasser hält. Ohne die Ressourcen von Afrika ist Frankreich am Ende. Die können Eiffelturm zumachen. Hast du nicht vor kurzem, vor ein paar Monaten noch, ich glaube vor 6 Monaten oder so, diese Debatte gehabt mit dem afrikanischen Präsident, ich glaube Südafrika und Dings, mit dem Macron? Der hat doch gesagt, der soll raus aus unseren Ländern, der soll raus aus unserem Land. Richtig, also, hast du gesehen, was? Ja. Und der Typ war radikal, der war direkt zu dem Macron. Der hat gesagt, ihr habt eure Finger noch bei uns im Spiel, seit Jahrhunderten macht ihr dies und das und jenes. Der hat seine Meinung voll geäußert, Bro, und sagt dir offen und ehrlich, Afrika ist ein Land, Bruder, hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial. Und du weißt, was der Westen, also Afrika, der Westen hat was dagegen, wenn ein Land, das sich so potenziell, also so viel Potenzial hat, weißt? Aber wer macht das Potenzial gerade wieder kaputt? Wenn du mal guckst, ich berichte darüber auf meiner Seite ganz viel. Aktuell sind die ganzen Milizen, die da rumlaufen, keine Christen, die anderen töten. Weißt du, was ich meine? Alter, ganz kurz das Thema. Das ist Fakt. Guck mal ganz kurz, ich sag's dir mal offen und ehrlich. Wir Muslime, wir sind Kanonenfutter für die Europäer, okay? Also du brauchst jetzt auch nicht so erklären, als wir macht. Ganz kurz, was sind wir Christen ausreden. In euren Ländern? Lass mich doch kurz ausreden. Wir sind Kanonenfutter. Genau wie die Dunkelhäutigen sind wir auch Kanonenfutter. Ach, jetzt stellt ihr euch wieder auf eine Stufe. Lass mich kurz ausreden. Ich sag dir kurz, guck mal, ich hab dir gerade eben gesagt, zu Ben Fresh habe ich gerade eben gesagt, lass mal Religion auf eine Seite. Lass uns nur darüber reden, was Dunkelhäutige sind. Und Marouche, ich sag dir eine Sache, guck mal, ich bin selber Muslim, Alhamdulillah, aber ich kann dir eine Sache sagen, Bruder, wir sind gegen den Westen Kanonenfutter. Gegen Königreich England sind wir Kanonenfutter. Weißt du, was Königreich England mit den Schwarzen gemacht hat? Willst du es offen und ehrlich wissen? Das ich weißt weiß du, das. Du versuchst das gerade du versuchst das gerade nur gut zu reden. Ich sag dir noch einmal, wir also, sind Kanonenfutter für den Westen. Warte, ich muss ganz kurz reingrätschen. Da hat Julia recht, wir Christen sind am meist verfolgte Religion auf der ganzen Welt, Son Goku. Das kannst du nicht schönreden und sagen, wir sind Kanonenfutter. Das darfst du nicht sagen. Sterben. Kannst du mich kurz mal auf der großen Bildschirm zeigen? Ich will was zeigen, Flexer. Ja, die Frage ist, Son Goku wollte was sagen, oder ich mach dich. Ich bin fertig. Ja. So. Anna. Ja.
Ah, du wirst gesperrt, du wirst gesperrt. Du darfst es, du musst ganz nah gehen. Das ist, YouTube, aber. Nee, das ist TikTok. Amir würde jetzt sagen, oh, nicht schon wieder diese Hypnose-Musik. Flirtet er jetzt gerade mit dem oder warum guckt er den so an? Warte mal, du wirst gleich sehen. Nein. Hey, was ist gerade passiert? Guck mal, wenn ich sowas sehe, ich will nur kurz was sagen, wenn ich sowas sehe, ich schwör's euch, mein Herz brennt. Guck mal. Ich bin am Ende des Tages Flex, Bruder, Ben Fresh und alle anderen hier drinnen, alle Zuschauer hier, die mit Hass und sind. Glaub mir, es gibt nichts Schöneres als ganz normal. Wir sind alles nur Menschen, die, und Mutter Erde auf dieser Welt hat für uns alle etwas da. Wir sind alles nur Menschen. Lass jeden seine Religion leben, leben und leben lassen. Ich glaube, in keiner Religion steht drin, in keinem Buch steht drin, geht und bringt diese Person um. Versteht ihr, was ich meine? Ich meine, keiner hat das Recht, jemanden umzubringen. Naja, an einem leider schon. Wo steht bei uns drin, dass wir jemanden umbringen dürfen? Wenn die Schutzmonate abgelaufen sind, ja? Wenn die Schutzmonate abgelaufen sind, was darfst du machen? Ah, ich weiß, welche Sure das ist. Sure 9. Genau. Flex, wo du gerade dabei bist, Bruder, sage ich dir, es gibt auch im Alten Testament, in der Bibel stand auch drin, verfolgt und tötet die Ungläubigen. Stimmt das oder stimmt das nicht? Dann nenn mir, jetzt, meinst du, warte doch, Son Goku. Redest du von dem mosaischen Gesetz? Bruder, ich weiß nicht mehr. Ich habe das auf jeden Fall gelesen in der Verse im Alten Testament. Sag mir bitte, ob das mosaische Gesetz ist, dann erkläre ich dir dem mosaischen Gesetz in zwei Minuten. Also, in Koran steht ganz deutlich, wer eine Person umbringt, unrechts, der hat genau wie ganze Menschen umgebracht. Ganz genau. Okay. Also, einen Mensch lebendig. Dann schauen wir mal, ob das so stimmt. Also, ja, wie gesagt, ich befasse mich ja wirklich sehr, sehr viel mit diesem Thema. Kannst du Flex? Ja, aber ist der Vers abrogiert oder zählt er noch? Bei uns, der Vers, guck mal, bei uns im Vers steht drin, wer einen Menschen tötet, hat nicht nur die Person umgebracht, weil diese Person könnte eine ganze Generation erzeugen. Ja, jetzt gucken wir mal, ob das stimmt. Jetzt schauen wir mal. Aber wie gesagt, also im Alten Testament steht auch drin, er tötet und verfolgt die. Also, dann müsst ihr alle euch nur ganz kurz stummen und Leute, bitte alle gemeinsam mal kräftig liken, die 50.000 Likes mal erreichen. Ne? So, dann wechseln wir mal die Kamera, Leute. Jetzt gucken wir mal. Also, Sure 9, Vers 5. Ja, Sure 9, Vers 5. Wenn nun die Schutzmonate abgelaufen sind, dann tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet. Ergreift sie, belagert sie und lauert ihnen aus jedem Hinterhalt auf. Wenn sie aber bereuen, das Gebet verrichten und die Abgabe entrichten, dann lasst sie ihres Weges ziehen. Gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. Das war die Kriegszeit gewesen, da waren Vereinbarungen zwischen der Ungläubiger und den Muslimen gewesen. Okay. Mhm. Und da war ein Vertrag vereinbart und da war der Kriegsabbruch gewesen. Mhm. Das war diese Vereinbarung. Aber hier kannst du nicht mehr sagen, Flex, das gilt, ganz kurz, unterbreche ich ganz kurz, Bro, das gilt für den Kriegszustand. Mhm. Das war nur für den Kriegszustand. Richtig. Bro. Das war nur für den Kriegszustand, Bruder. Aber jetzt lese mal eine Verse im Koran, was drin steht, Bruder. Da steht schwarz auf weiß. Aber du weißt schon. Ja. Warte ganz kurz. Ihr wisst aber schon, dass das heute noch zählt, was hier drin steht. Du kannst nicht sagen, es war damals Kriegszeit. Nein, das zählt. Der Koran zählt heute. Wenn das zählen sollte,
wer das, wer, so wie du gerade vorgelesen hast, wer das nimmt, verfolgt nicht den Koran. Ganz einfach, Bruder. Na doch, das steht so, da drinnen, die müssen das befolgen. Bruder, nein, Bruder, ganz kurz Flex, ich küsse dein Herz, das ist aus dem Kriegszustandsgesetz, Bruder. Das ist okay, nur, soll ich dir ein Hadith? Ja. Ja. Guck mal, ich sag dir kurz was, während dem Krieg, weißt du selber, jetzt gerade aktuell ist es ja überall so, während dem Krieg zum Beispiel jetzt zwischen Ukraine und Russland, während dem Krieg finden keine Wahlen statt. Da sind Zehntausende von Gesetze, die nur während dem Krieg gemacht werden. Weißt du, was ich meine? Und sobald, das, sobald der Krieg zu Ende ist, kommt das alte Gesetz dann wieder voran. Weißt du, das normale Gesetz. Aber das, was du gerade vorliest, Bruder, das ist nur während dem Gesetz so gewesen. Während dem Krieg. Okay. Wenn ich dir aber eine Hadith-Erklärung bringe zu dem, was ich dir gerade gezeigt habe, glaubst du mir dann? Schau mal ganz kurz, ja, schau mal, Bruder, und zeig mal. Weil das vorliest, sein sollte, gell? Und wir das nicht, dann, beziehungsweise das, was du gerade vorgelesen hast, Flex. Mhm. Du weißt ja, viele, die nach dem Koran und Sunna gehen, die würden dann, Bruder, dann würde es nicht mal Europa mehr geben. Das, was du da gerade vorliest. Die meisten Muslime würden das doch befolgen. Ich küsse dein Herz. Das, was du gerade vorliest, hat auf jeden Fall keinen Sinn. Das ist nur während dem Kriegszustand. Das ist Kriegszustandsgesetz gewesen damals. Ich beweise dir jetzt, ja, Bruderherz, ich beweise dir jetzt anhand der Quelle zu dieser, guck mal, ich werde es dir nochmal zeigen, damit du nicht sagst, ich spiele hier Spielchen. Guck mal, weil ich will ehrlich sein zu dir. Ja, Bruder, ich will, dass wir uns gegenseitig gegenüber alle ehrlich sind. Wir haben einmal die Sure 9, Vers 29. Du sagst, das zählt zu den Kriegszeiten und nicht jetzt, richtig? Korrekt. Damals okay. Vereinbarung gewesen. Ich bring euch beide jetzt ein Hadith, ein Bukhari, eine richtige authentische Überlieferungskette, die genau auf das hinausgeht. Ich zeige euch das. Und da könnt ihr auch nicht mehr Nein sagen, dass es nicht so ist. Ich zeige es euch. Alles gut, kein Problem. Sahih al-Bukhari, Sahih 226, authentic, okay? Allah's Messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, the hour will not be established until you fight with the Jews and the stone behind which a Jew will be hiding will say, oh Muslim, there is a Jew hiding behind me, so kill him. Boom. Jetzt ihr könnt jetzt nicht sagen, ihr könnt jetzt nicht sagen, das ist nicht so. Okay, Al-Kurdi. Al-Kurdi, lese uns das bitte auf Arabisch und erklär uns. Das war die Gegenjuden gewesen, genau. Wir bei Gegenjuden gewesen. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن عمار بن القعقاع عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله بس بسم الله ما خن بسم الله ما خن لا تقوم لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يقولوا نخبغش بتا حتى يقول الحجر وراء اليهود يا مسلم هذا يهودي وراء ده فيز زختاس Der Uhr wird nicht kommen, bis du, dass ihr gegen die Juden kämpft und dass der Stein sich weg von den Juden, weil die Juden werden sich von den hinter der Stein verstecken. Okay. Al-Kurdi, Bruder, wir dürfen das nicht schönreden. Das hat nichts mit. Guck mal, Kurdi, das hat nichts mit der Kriegszeit zu tun, sondern das ist ein Tötungsbefehl. Gegen die Juden gewesen. Die sagt, dass die Juden, ihr werdet das, der Uhr wird das nicht kommen, bis ihr gegen die Juden kämpft und die Juden werden sich hinter der einen Stein verstecken und der Stein wird sich weglaufen von den Juden und ihr solltet die Juden hinter der Stein umbringen. Also, ich erkläre es dir auf Englisch. Der Jude ist hinter mir, bring ihn um. So ist das die Hilfe. So, ich werde es auf Englisch mal analysieren, so wie du es gerade auf Arabisch gerade gesagt hast. Und gerade wir analysieren das jetzt zusammen. Mhm. Also, der Prophet sagte, the hour will not be established, okay? Until you fight with the Jews, bis du die Juden bekämpfst. Und der Stein, wo sie sich dahinter verstecken, ja. Be hiding will say, oh Muslim,
Also der Stein, ja. Der Stein, und da richtig. Ist ein Jude, er versteckt sich hinter dem Stein, also töte ihn. Richtig. So, ist das schön, das ist ein Tötungsbefehl. Das ist Zukunft, das ist genau so ist das denn. Da steht auch sogar bei, wo steht das auch? Steht das in der Alte Testament auch drinne. Die Juden wissen das auch. Ja, aber lasst uns aber bitte ehrlich sein, das ist ein Tötungsbefehl. Ja, das ist die Geschichte, wie das auch so passieren. Ja, aber das ist doch nicht gut. Warum? Ich dachte, wenn man einen Menschen umbringt, so sei es, als hättest du die gesamte Menschheit umgebracht. Flex. Unrecht. Ey, Flex. Ja. Bro, lassen wir das mal gelten. Dann gib mal in der Bibel ein, in DTN 20, Vers 13 und 14, tötest du Linke in der Bibel. Schau mal und guck mal, was da drin steht. Gerne. Gib mal kurz ein, bitte. Bitte? Ja, das ist doch kein Problem. Ist doch kein Problem. Ich mach das auch für dich. Ich küsse dein Herz. Ist doch gar kein Problem. Wir lesen das gemeinsam und diesen Text kann ich dir ganz schnell. Das ist das mosaische Gesetz. Mose was? 5, 4, 3, welches? DTN, ich glaube 20. Ich weiß DTN, ich weiß, aber welches? 4, 5, 6, 3, 2, welches? Welcher Mose? Tötungsdelikte in der Bibel. Nein, darum geht's nicht. Ich meine, welche Mose? Ist Vers 13, das mosaische Gesetz. Du redest ja vom mosaischen Gesetz. Jetzt musst du mir nur sagen, welches DT. Aber ich schaue ganz kurz auf den Blick. Sag mir einfach nur, welche Mose. Mose 1, 2, 3, 4, 5, egal welches. 13 bis 14. Gib mir egal welche Mose, ich werde dir die Erklärung sofort dafür geben. Das ist gar kein Problem. 13 bis 14. Nein, das ist das Kapitel. Ich will die Mose haben. Also welches Brief? Mose 1, Mose 2, Mose 3, Mose 4, Mose 5. Ganz kurz. Ja, DTN müsste ja 5 sein dann eigentlich. Okay, dann gehen wir mal bei 5. Ist kein Problem. Und jetzt musst du mir sagen, Kapitel 13 wär's? 13 bis 14. 13 bis 14. Okay. So, 13 bis 14. So, Bruder Herz, wie gesagt, das ist keine Debatte, aber du musst vorsichtig sein, was du jetzt sagst, okay? Meine Frage ist, du hast ja gesagt, es geht ja um Tötungsbefehle in der Bibel, richtig? Ja. Richtig oder falsch? Also vor 300 Leuten, ich frage dich nochmal, bevor ich die Kamera hier nochmal anmache, also nochmal. Es ist ein Tötungsbefehl, sagst du, richtig? Mhm. Ja, Son Goku, bist du da? Ja, ich bin da, Bruder. Ich bin da, ich bin ganz okay. Okay, um was geht's denn da? Okay, Son Goku, komm zurück. Ist kein Problem. Ich erklär's dir. Das ist ja keine Debatte. Alles gut. Das mosaische Gesetz habe ich mir komplett angehört. Ich habe so ein Hörbuch. Ich weiß, um was es da geht im mosaischen Gesetz. Und Gott ist ein gerechter Gott. Ne? Jetzt hör zu. Guck mal. Du brauchst nicht gucken. Alles gut, Son Goku. Ich zeig's dir. Okay? So. Strafe für was? Falsche Propheten und Verführer zum Götzendienst. So, bevor wir lesen, ich drehe jetzt erstmal meine Kamera. Also, das ist, ich will jetzt nicht sagen Knockout, Leute, ich erkläre es einfach, ja. Deswegen sind wir ja hier und haben eine schöne Unterhaltung, Leute, ja. Son Goku ist respektvoll, Leute, muss man sagen. Er hat nicht beleidigt, er ist reingekommen in Frieden. Alles gut, Leute, ne? Das mosaische Gesetz funktioniert so, Son Goku. Der Lohn für die Sünde ist der Tod, ja. Der Lohn für die Sünde ist der Tod. Was noch hinzuzufügen ist, okay, wenn wir in den Hebräerkapitel gehen, Hebräer Kapitel 10, Vers 29, okay, 29, jetzt gehen wir in den Hebräerkapitel, Hebräer Kapitel 10, so, kleinen Moment, wo haben wir den Hebräer, mein Bruder Hebräer, wo bist du, hä? Hebräer, sag mal, bin ich blind oder was ist mit meinen Augen hier? Wo ist der Hebräer? Hebräer. Ah, warte, nee, ich gib's so ein. Ist besser. So. Ah, da ist er doch. Hebräer.
So, Kapitel 10, Vers 29 und 30. Wo bist du? So. Also, ich zeig's dir, Son Goku, bist du ready? Bist du ready? Okay. Warte mal kurz, ich muss die Schlachter kurz aufmachen. Ich habe hier die Looter. Schlachterversion. Schlachterversion ist Maschine. Ich liebe die Schlachterversion. So. Jetzt gehen wir mal auf 29. Ich habe es jetzt eigentlich gut erklärt, aber ich will hier. Wir haben hier einmal Hebräer Kapitel 10, Vers was? 29. Wie viel schlimmere Strafen meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit den Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und für den Geist der Gnade geschmäht hat? Oh mein Gott. Okay, ich erklär's dir jetzt. Bist du da? Ich bin da. Okay, du musst dir jetzt vorstellen, dieser Vers ist ganz einfach erklärt. Also ich habe dir einmal in den... Es ist siebenmal, siebenmal... Moment, Lion. Lion, okay. Moment. Weil sonst komme ich durcheinander. In der 5. Mose, im 5. Mose habe ich dir ganz normal erklärt, ja, die Lohn für die Sünde ist der Tod, ja, da geht es um Götzendienst, ja. Das Ding ist, Son Goku, du musst, bevor du zu Joker hochgehst oder zu diesen, keine Ahnung, Hamdi, wo die drüber lügen und sagen, hey, guck mal, was für schlimme Verse es gibt in der Bibel. Man sollte immer eins beachten, die Bibel funktioniert ganz anders. Du kannst nicht die Bibel irgendwo von der Mitte anfangen. Du musst schon den Kontext lesen und dann. Okay. Gut. So, und was noch hinzuzufügen ist, ja, in diesem Text, in Hebräer Kapitel 10, Vers 29 und 30 ist, wenn du Gott mit den Füßen treten tust, ist der Lohn für die Sünde der Tod. Boom! Fertig, gut, aus. Gut, dann zeig mal bitte, siebenmal ist in Bibel erwähnt geworden zum Toten. Siebenmal. Okay. Was meinst du? Ich verstehe dich jetzt gar nicht. Was sagt der Ziffer? Also ich lese Arabisch deswegen, Bibel. Ziffer 25, 2. Aber warte doch mal, ich möchte, dass Son Goku mir zuhört, damit er weiß, was ich Ihnen gerade zeige, Lion Kulti. Ich hab dir gut zugehört. Kannst du gar nicht. Ja. Babylon is here, my brother. Babylon, where are you? Perfekt, hat er die Anladung hoffentlich bekommen. Oh, Leute, ladet mal Babylon ein. Babylon, where are you? Ich habe ihn eingeladen. Ja, lad ihn nochmal ein. Okay. Was ist? Weil der kann super Arabisch. Lein, wolltest du sagen? Lein, bitte. Was wolltest du sagen, Lein? Sollen wir bitte mal der Reise Nummer 22 anschauen? Gleich, wir kommen gleich. Oh, Babylon ist da. So, erstmal begrüßen wir ganz normal und dann, Leute, dann habe ich nur kurz noch eine kleine Sache, die wir durchgehen müssen und dann könnt ihr von mir aus reden, ist kein Problem. Hello, God bless everyone. Hey, God bless you, Babylon. How you doing? Good, brother. What's going on, Babylon? Nowhere. Yeah. Nowhere, Nurak. Habibi, كيفك شو أخبارك? Alhamdulillah, Jesus. Yes, Alhamdulillah, Jesus. إن شاء الله تكون مناقشتنا مناقشة هيك بناء وفيها كل حب واحترام. حبيبي. الله يسلمك. كل داني حضرتك صح؟ أني آشوري. آشوري والنعم والله. Give me a second, please. No problem, Babylon. I want to finish this verse here. Also, Son Goku, ganz kurz, Lion. شو معنى بالإنجليزي سفر الخروج؟ Okay, kann ich kurz den Vers erklären, Leute? Just give me a second, guys. Okay, so then I will gebe ich Babylon die Bühne. Ne? Ich möchte das aber klarstellen, um was es in den mosaischen Gesetz geht. Ja, Son Goku. Wie gesagt, ich setz mich wirklich hin und ich lese die Schriften und es ist nicht immer einfach, die Bibel zu verstehen. Du musst wirklich immer Vers zu Vers gucken und du musst auch wirklich wahrhaftig lesen. Ansonsten
hast du ein Problem. Ne? Du musst wirklich von ganzem Herzen die Bibel lesen. Und wenn man wirklich die Bibel von ganzem Herzen liest, versteht man das schon. Ne? In den Hebräer Kapitel 10, Son Goku, kannst du selber aufschlagen. Hebräer Kapitel 10, Vers 29 und 30 wird es ganz normal erklärt. Du kannst Gott nicht immer mit den Füßen treten, denn dass der Lohn für die Sünde ist der Tod am Ende. Ja, und du kannst ja nicht sündigen und sündigen und sündigen. Gott kann das irgendwann mal nicht dulden. Und deswegen ist der Lohn für die Sünde der Tod. Ne? Ich hoffe, ich habe es dir gut erklärt. Ja, es ist ganz einfach zu verstehen. Wir haben einen barmherzigen Gott. Überleg mal, einen sehr, sehr barmherzigen Gott. Aber auf Ewigkeiten kann er das nicht dulden. Du wirst gerichtet nach deinen Sünden und das geht nicht. Lohn für die Sünde ist der Tod. Ja? Ich hoffe, ich konnte dir da gut helfen. Ne? Das ist ja keine Debatte, um Himmels Willen. Ich habe dich auch nicht widerlegt oder so. Ich habe es dir einfach erklärt. Nimm es einfach als Liebe mit, was ich dir gesagt habe. Nein, nein, Bro. Wie gesagt, alles gut. Wir sind hier respektvoll zueinander. Okay, okay. Auf eine respektvolle Art, auf eine respektvolle Ebene tun uns dann weiter unterhalten. Alles gut, Bro. Okay, super. Babylon? Give me a second, guys. Somebody who wants to do dingy-dingy, my mom. Flitzimo, ya Lubnani, anit al-ummak, wa ala zahar abuk, ala uchtek, ala tif ummak. Yalla, gahba ya bin gahba. Ich glaube, der Blöde, oder? Minu hada, minu hada, ich seh, wo oder kief? Na, da wahad, ich seh, bei ummi, Habibi. Habibi, Babylon is getting angry again. Nah, they like to insult, and I tell them, Quran chapter 6, verse 108, do not insult the people of the book. If not, they will insult you, Allah. I did not insult you, Allah. I blessed your mom on top of the back of your daddy. Okay? Absolutely. So next is going to be your Allah. And Muhammad. And next is gonna be Ayusha. Sallallahu alayhi wa sallam. Whatever you want. Babylon. Yeah. But Babylon, my brother, let's stay in love today, okay? And let's ignore the evil people and let's have a nice conversation. I mean, look, this night is so beautiful. We have the Muslim brothers here. We have a very nice conversation, so let's speak and have a nice conversation and have some fun. I mean, the people here are also learning. I mean, they want to know about the Bible as well, I think, and you know, no problem. Let's stay in love in Babylon. بس خلي طلع سفر الخروج 32-27. سفر الخروج شنو رقم؟ سفر الخروج 32-27 32-27 بالضبط. يعني طلع انا طلع يعني فلكس يطلع. خلي فلكس يطلع اذا تريد او انت تطلع اذا تحب. اوكي فلكس هيز اسكينج فور اكزودس. اكزودس اوكي هولد اون 32 شنو هو 32-27 Exodus 32:27. Welcher Mose? Erste, zweite? Erster Mose? Ja. Okay, erster Mose, welcher Vers? Oh, ups, falsch, ich habe was Falsches eingegeben. Oh, sorry, hold on. Erster Mose, Kapitel? Kapitel 32, 27. 32. Ich dachte, Lion, was dachte ich, Almani, nicht? احكي عربي وبعدين انجليزي. المشكله سفر الخروج بالالماني ما ادري، انا اقرا الانجيل بالعربي. اوكي حبيبي، اوكي على راسي. تسلم يا رب. اوكي soll ich dir das vorlesen؟ Ja klar. Okay, das war 1. Mose 32 Vers 27 hast du gesagt. Es steht hier 32 27, ob das 27 32 war es nicht, aber es steht drauf bei mir. Okay. Ja. Und der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach, ich lass dich nicht, es sei denn, du segnest mich.
Ja, und jetzt, was ist denn mit dem Vers? Das ist nicht die, das ist nicht die. Safar al-Khuruj, hier, schwisch mal Safar al-Khuruj. Okay. Exodus. In Belingwisi? Ja. Ja, ja, I know. Exodus, erste Mose. Oder zweite Mose. Meint er jetzt zweite Mose? Weiß nicht, das steht bei mir ist Exodus 32, 27. Also, okay, oder ganz einfach erklärt, um was geht es denn? Okay, Aya, wa shahid, wahid, nein, Aya, shahid. Ja, es steht da drauf, er hat ihnen gesagt, dass der Gott hat ihnen gesagt zu den Israel, tue eure Schwert auf den, also auf dem Bein, das. Und ارجع Babylon, احكي لك يا بالعربي الترجمه انت Lion, Lion. Ich sag Babylon, der kann besser übersetzen, weißt du? Lion, Lion, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Das habe ich dir doch vor 5 Minuten schon widerlegt, habe ich dir doch erklärt. Okay, gibt's noch anderes das. Ich habe dir gesagt, das gesamte mosaische Gesetz, ja? Aber das ist basiert sich darauf. Das Befehl vom Gott auch, ne? Ja, Moment. Das gesamte mosaische Gesetz basiert auf wirklich, Lohn für die Sünde ist der Tod. Der Lohn für die Sünde ist der, was? Der Tod. Und das habe ich dir ja mit den Hebräer-Kapitel ja auch ganz gut erklärt. Also eigentlich brauchst du mir keine Fragen stellen in Bezug zu das mosaische Gesetz. So, und Haskial 9,6. Haskial, es gibt kein Haskial. Auf Arabisch heißt Haskial. Ezekiel. Du meinst Ezekiel. Ezekiel. Ja, wir sprechen. Ah, Ezekiel haben wir doch gleich. Kleinen Moment. Dann gehen wir das mal ein. Ezekiel, ich glaube, ich weiß mir, was für ein Vers du kommst. Aber okay, wir hören uns das mal an. Ezekiel, welcher Kapitel? Steht hier 9,6 oder 6,9? Eine von beiden. 6,9, ne? Ist das? Also ist 9, was? 9,6. Okay. Mhm. Das Zorngericht kommt über Jerusalem. Okay. Um was geht es denn da? Der Alter und der Jüngere und der junge Frauen und Kinder und Frauen. Töte ihn bis zum Ende und komm und ihr soll nicht zu Nähe kommen von Menschen, die mit Nein, falsch. Das Zorngericht kommt über Israel. Um was geht es denn da spezifisch, also speziell? Um was geht es drauf, denn da? Auch, ihr sollt ihn zu Tod bringen bis zum Ende. Ältere Leute und junge Frauen. Nein, das meinte ich nicht. Also wenn ich mir diesen Text hier anschaue, schon der Anfang, ja, lesen wir etwas, deswegen frage ich dich gerade, um was geht es denn da in diesem Text? Ja, das ist... Okay, oder weißt du was? Wir machen das noch viel einfacher, komm. Weil du bist eigentlich in der Beweispflicht, aber ich zeig dir jetzt mal was. Okay? Hey, mach mal Heskian 9,6 auf, 9,6 ist das, ne? Ja, ja, ich hab's offen, keine Sorge, ich hab's hier schon offen. Also, bitteschön. Dann lies uns das mal vor. Ja, lies mal das. Kannst du nicht lesen? Lies uns das mal vor. Du hast die Bühne. Vorher war besser. Dreh das um besser. Vorher war besser? Ja. Yeah. Okay. So. What's the topic, brother? Just let's finish this one, Ezekiel, and then we can switch to the Islam topic. Islam topic, sorry. So, der Zorngericht kommt über Jerusalem. Und er rief mir mit dem lauten Stimme in Ohren und sprach, komm herbei, ihr Aufseher über den Stadt, jeder nehme seine Zerstörung, Swaffa, in der Hand. Jetzt gehen wir auf der sechste, ne? Und siehe, da kamen 6 Männer auf dem Weg vom oberen Tor her, das nach Norden schaut, und jeder hat seine Waffe zum Zerschlagen in der Hand. In ihrer Mitte aber war ein Mann, der trug ein Leinengewand und hatte ein Schreibzeug
an seine Hüfte. Diese gingen hinein und stellten sich neben der ehrenen Alter. Der erhab sich der Herrlichkeit des Gottes Israel von der Gerub, über den sie gewesen war, hin zur Schwelle der Hauses. Und er rief den Mann zu, das Leines Gewand trug und das Schreibzeug an den Hufte hätte. So, und er Herr sprach zu ihm, geh mitten durch den Stadt, mitten durch den Jerusalem und mache ein Zeichen auf den Stirn der Leute, die seufzen und jammern über all die Gräuel, die in ihren Mitte verübt währenden zu den anderen. Was hast du hier gelesen? Mache ein Zeichen. Guck mal, mache ein Zeichen auf die Stirn der Leute, richtig, die seufzen und jammern über all die Gräuel. So, jetzt weiter. Wir kommen gleich wieder zurück, aber lies weiter. Okay, wo sind wir jetzt? Zu den anderen aber sprach er von meinen Ohren. Ja. Also ein Zeichen auf der Stirn in den Leute, die seufzen und jammern über alle der Gräuel, die in ihren Mitte verübt werden. Zu den anderen aber sprach er vor meinen Ohren, geht hinter ihm her durch die Stadt und erwürgt, eure Augen sollen nicht verscheunen und ihr dürft euch nicht erbarmen, töte, vernichte, ich höre ihn nicht mehr, Greise, junge Männer und die Leute, hört ihr ihn? Kinder und Frauen, von denen aber die das Zeichen tragen führt, ruht. Die sechste, genau. Guck mal, die sechste. Da, lies mal. Ich lese nochmal die sechste. Töte. Warte mal, ich hab dich nicht verstanden. Deswegen lies mal bitte nochmal. Ja, geh mitten durch. Guck mal, aber die sechste. Das, was ich da hinaus wollte. Tötete, vernichtete, greise junge Männer und junge Frauen, Kinder und Frauen, von denen aber die das Zeichen tragen rührt. Und was ist das für ein Zeichen, wenn wir jetzt weiter runtergehen? Das Zeichen tragen rührt und niemand an und einem. Was nochmal? Lies das mal vor. Ja, sag ich mal, die das gezeichnet geworden, aber davon sind auch Kinder und Frauen drin, ne? Ja, aber du musst doch den Text verstehen. Ja, hier, guck mal, guck mal. Mache ein Zeichen auf die Stirn der Leute, die seufzen und jammern über all die Gräuel, die in der Mitte verübt werden. Also, aber die Kinder? Lion, who are you talking to, brother? Lion. Yeah. Wait, Babylon, what? شغل بابلون؟ انت ده تحكي ويا منو؟ واحد جاي فلكسا. Flexa, I cannot hear you, brother. Yeah, ich schon. Ja, sag schon, der Vers 6, auch wenn das die Zeichnungen, also wie sie gerade auch vorlesen, auch die, aber die Kinder doch nicht, die Kinder sind doch, die haben doch keine Sünden. Ja, aber die haben ganz viel Gräuel, guck mal, deswegen habe ich dir gesagt, du musst doch das hier lesen. Du kannst ja nicht einfach diesen Vers hier lesen. Ja, aber okay, auch wenn ich den anderen Vers lese jetzt, nehmen wir an, dieser Vers ist auch unrecht, dass die Kinder oder ältere Leute bezeichnet werden, weil die das angeblich Ungläubige sind. Okay. Ja gut, die Frage ist jetzt, gibt Gott diesen Befehl oder wer gibt denn diesen Befehl? Du sagst wahrscheinlich jetzt der Herr, richtig? Du musst auch weiterlesen. Also komm, wir lesen jetzt mal alle gemeinsam, okay? Guck mal, wir lesen zusammen und dann schauen wir mal, ob du das verstehst. Also, lies mal hier, ab hier weiter. Ja, lies mal. Ja, lies, du darfst lesen. Ja, ich habe schon gelesen, mach mal, lies du, kannst vielleicht mal besser lesen. Tötet, vernichtet, greise junge Männer und junge Frauen, Kinder und Frauen, von denen aber die das Zeichen tragen, rührt niemand an. Die das Zeichen tragen,
Ja. Rührt niemand an. Nicht gleich denken, ah, tötet und. Nein, 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 nein. Du musst den Text verstehen. Hier, ja. Guck mal. Ja, tötet, jetzt hör zu. Tötet, vernichtet greise, junge Männer und junge Frauen. Kinder und Frauen. Jetzt hör zu. Ja. Kinder und Frauen. Von denen aber, die das Zeichen tragen. Richtig. Ach, also das heißt, wenn die Kinder auch das Zeichen tragen. Warte, 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 es ist noch nicht fertig. Und bei meinem Heiligtum sollt ihr anfangen. Da fingen sie bei den Ältesten an, die vor dem Tempel waren. Und er sprach zu ihm, verunreinigt das Haus und füllt die Vorhöpfe mit Erschlagenen, geht hinaus. Da gingen sie hinaus und erwürgten in der Stadt. Ja. Und es geschah, als sie es wirkten und nur ich noch übrig war, da fiel ich auf mein Angesicht, schrie und sprach, ach Herr, willst du ihn, dein Zorn, den du über Jerusalem ausgießt, den ganzen Überrest von Israel umbringen? Da antwortete er mir, die Sünde des Hauses Israels und Juda ist überaus groß. Boom! Aha. Der Gott hatte Kinder Sünder? Warte, 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 hör zu. Hier lesen wir wieder, okay? Deswegen sage ich ja, du musst, wenn du die Bibel lesen tust und du liest irgendwas mit einem Tötungsbefehl, was auch immer du da lesen tust, ja? Wenn es ums Töten geht, du musst den kompletten Kontext lesen. Ja, yeah, so, hab denn doch Gott, lesen. Moment. Moment, denn Gott erlaubt die Sünden nicht auf Ewigkeit. Ich habe das dir vorhin erklärt. Der Lohn für die Sünde ist der Tod. So, du kannst ja nicht auf ewig, guck mal, du kannst doch nicht auf Ewigkeiten sündigen und denken, es passiert nichts. Es muss was passieren. Du musst gerichtet werden für deine Sünden. Jetzt, bei aller Liebe, Bruder, jetzt kurz rein. Warte mal kurz. Dann brauchen wir jetzt mal kurz keine Religion gut reden. Ich küsse dein Herz, Bruder. Dann brauchen wir auch keine Religion friedvoll gut reden. Verstehst du, was ich meine? Warum meinst du denn? Es kann mir keiner sagen, dass friedvoll uns. Es gibt ja Versen, die du gerade vorgelesen hast mit Töten. Aber hast du überhaupt verstanden? Im Koran, aber ja, hast du verstanden, was ich da gelesen habe? Im Koran, Kinder, ältere Leute, Frauen ist verboten, während der Krieg sogar auch zu umbringen, auch wenn die Sünde Leute, ihr müsst doch verstehen, was ich da gerade vorgelesen habe. Das ist die Sünde. Nein, ihr versteht nicht. Guck mal, was heißt der Lohn für die Sünde ist der Tod? Was heißt das? Der Lohn für die Sünde ist der Tod. Was heißt das? Kinder haben keinen Sünder. Kinder tragen keinen Sünder. Ja, aber gab es bei euch nicht auch die Sintfluten? Sind da nicht auch Kinder gestorben? Das ist ja genau dasselbe Argument. Snakes, Bro. Yes. Ja. Ja, sprich mal. Wer soll sprechen? Also Kinder tragen keine Sünder. Lion, das ist. Ich habe dir das ja erklärt. Der Lohn für die Sünde ist der Tod. Du hast ja hier selber gelesen. Guck mal, wir gehen jetzt noch mal zurück. Wir gehen jetzt noch mal auf diesen Vers ein, was wir hier gelesen haben. Moment. Der Schwarze ihn wiederum vereint für die Wölfe und es geschah, als sie wirken und auf Angesicht schrie, mit seinen Zorn über Jerusalem ausgießt. Nein, so. Kinder, so. Alles sind sündefrei, auch ob Muster oder nicht Muster. Warte, wir lesen den Vers nochmal. Wir wollen hier nichts schönreden, sondern wir wollen verstehen. Soll ich auch nicht. Ach, der Herr, willst du in deinen Zorn, den du über Jerusalem ausgießt, den ganzen Überrest von Israel umbringen? So, jetzt hör zu. Mhm. Da antwortete er, so, mir die Sünde, das ist ganz einfach zu verstehen. Leute, ich sage ja, aber Kinder, wir reden hier von die Sünde des Hauses Israel. Und Juda ist überaus groß. Also ist der Lohn für die Sünde der Tod. Fertig, Punkt, aus. Das ist ein klarer Satz, den ich genannt habe. Ist es klarer, aber ist das fair? Kinder tragen keine Sünde. Umzubringen vom Gott? Ja, war die Sintflut dann auch unfair? Ganz kurz eine Frage. Lein, hast du als Kind schon mal gelogen?
Bitte? Ja, natürlich, als Kind hast du gelogen. Hast du als Kind gelogen? Bestimmt, ja. Ja, also. Also kannst du nicht sagen, dass Kinder ohne Sünde sind. Richtig. Das ist aber für Kinder, es wird nicht als Sünde betrachtet, solange man als Kind ist. Aber man ist ja bewusst, dass man lügt. Nein. So, du willst jetzt nicht ernsthaft das als Schau, Auslösung? Nein, schau, wenn du was Schlimmes gemacht hast, okay? Und ja. Du denkst jetzt, du bekommst jetzt richtig Ärger, dann willst du es lieber noch ein bisschen herauszögern, vielleicht eine kleine Notlüge, aber du machst es ja bewusst und dadurch, dass du es bewusst machst. Dann erzähl mal, was die Sünde als Kind machen kann, wo man als Bestrafer zu Toten werden, als Kind. Nein, Allah Khalik wurde ganz gut. Aber im Endeffekt ist es eine Sünde und Sünde wird im mosaischen Gesetz mit dem Tod belohnt. So, Koko, antworte. Willst du jetzt ernsthaft, also weil du jetzt gerade das sagst, Kinder sündigen, im Endeffekt sündigen die ja die Kinder, wenn sie lügen, willst du damit sagen, also ist es dann ein Recht, die dann auch zu töten? Weil du versuchst das ja als einen Grund zu nehmen, indem du sagst, Kinder sündigen ja auch, wenn sie lügen. Habe ich richtig verstanden? Also, guck mal, Leute, ich habe euch das perfekt erklärt und ich glaube, jeder, der hier drinne ist, hat sogar ganz genau verstanden, was ich gesagt habe. Wenn wir hier lesen, ist der Ben rausgegangen. Okay, Ben, ich glaube, Ben ist schlafen gegangen. Aber Bruder, eine Sache, so, ich will dich nicht unterbrechen, aber kannst du denen auch erklären, dass das heute alles nicht mehr so ist? Weil ich glaube, die verstehen das nicht, dass das früher halt so war, unter den mosaischen Gesetzen aktuell. Das war unter dem, genau, das will ich auch noch erwähnen. Okay. Genau, das wollte ich auch noch erwähnen. Wir leben ja im neuen Bund jetzt. Das mosaische Gesetz war ja früher. Früher gelten ja diese mosaische Gesetze. Jetzt aber nicht. Warum denn? Wir leben jetzt im neuen Bund. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Und deswegen, das mosaische Gesetz gilt damals und wir leben aber jetzt im neuen Bund. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ne? Also, das heißt das, der Alte Testament ist ungültig. Er war damals gültig, es ist ja immer noch gültig, aber wir leben im neuen Bund. Du kannst doch nicht im alten Bund noch leben. Verstehst du jetzt, was ich meine? Also ich weiß, wenn ein Buch ist, das vom Gott ist gekommen, ist es immer gültig. Ja, aber warum sind da manche Verse im Koran auch nicht mehr gültig? Das ist der spricht ja sich. Ja, aber ich finde, bei allem Respekt nichts gegenüber Büchern. Aber wenn das Alte Testament gilt für mich rein, weil im Endeffekt wurde das ja von Gott geschrieben, oder nicht? Ja, das war ja für das Volk Israel und nicht für uns. Das hier, das neue Gesetz, der neue Bund kam ja für die Heiden und alles Mögliche, damit ja, jeder den Namen Jesus Christus hat. Und da müssen wir, nochmal festhalten, gut Marusch, dass du das erwähnt hast, es gilt für die Israeliten, also jetzt hier für Israel und für die ganzen Heiden, weil die haben Götzen angebetet und deswegen kam ja dieses mosaische Gesetz. Das darf man auch nicht vergessen. Man muss die Bibel verstehen. Du kannst nicht einfach sagen, da geht's ums Töten und so. Nein, hier kamen diese Gesetze, warum? Heiden, Götzendiener und deswegen kam der mosaische Gesetz. Jetzt logisch mal denken. Guck mal, das heißt, also wenn jetzt zum Beispiel der Koran, der Alt-Koran und jetzt kommt auf einmal ein neuer Koran aus. Ich würde niemals an den neuen Koran glauben, sage ich euch offen und ehrlich, weil ich glaube an das, was der Gott geschrieben hat. Weißt ich glaube, das hast du nicht verstanden. Nein. Bei dem Thema kann man aber auch sagen, es gab früher einen Koran mit 111 Suren, heute gibt es einen mit 114 und es gibt auch einen mit 116. Also wenn wir dieses Thema jetzt anfangen, dann werden wir bis morgen nicht fertig. Also und wie gesagt, Suren abrogieren sich auch. Ja, kann es sein, dass eine Sure sich abrogiert nach der Logik? Marusch, guck mal, Fazit ist, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, Flex auch, dass auf jeden Fall, dass man dann beide Seiten nicht gut reden soll, was das Töten angeht. Bei beiden steht das sagt doch. Nein. Son Goku. Hier wird ganz deswegen, ich habe es dir super erklärt, Son Goku, du kannst jetzt nicht sagen, ja, aber bei euch geht's auch ums Töten. Du raffst es immer noch nicht. Bruder, alle, die hier drin sind, Son Goku, warte. Ja, okay. Du hast es nicht verstanden. Du hast es wirklich nicht verstanden. Weil hättest du es verstanden, hättest du gesagt, oh, Flex, du hast recht. Jetzt gesagt, jetzt weiß ich, warum es so erklärt wird. Dann hättest du gesagt, okay. Ja, ich erkläre es dir nochmal. Der Lohn für die Sünde ist der Tod. Darfst du zu Gott gehen mit voller Sünde?
Nein, kannst okay. du nicht. Du kannst das Paradies nicht mit Sünden betreten. Okay. Das funktioniert nicht. Ich gehe jetzt mal Menschenlogik drin, okay? Menschenlogik. Ist das für dich eine Logik, ein Kind Sünde zu machen? Was ist der große Sünde, ein Kind zu machen, um okay. zu Okay, nochmal. Laien. 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 Menschenlogik denken. Okay, Laien. Ganz ehrlich. Hm? Wir wissen alle, ja, wir wissen alle, dass Kinder auch lügen. Das wissen wir alle. Da können wir jetzt nicht schönreden und sagen, dass Kinder nie lügen. Kinder sagen mal lieber, aber hier geht es um das Haus Israels. Die haben gesündigt bis zum geht nicht mehr und Gott kann das kann dann nicht mehr zusehen. Ja, und da wie gesagt, was ist jetzt schluck ich auch noch. Darunter sind auch noch Kinder. Jetzt schluck ich Wörter. Sorry. Darunter sind noch Kinder, die ebenfalls mitgesündigt haben. Ja, aber Bruder, jetzt Menschen. Guck mal, menschenlogisch. Ich küsse dein Herz. Dein Herz am rechten Fleck. Flex. Ich glaube, Bruder, du hast auf jeden Fall ein gutes Herz, weil du bist jetzt auch kein irgendein jetzt. Also so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, wir sind jetzt auch schon über eine Stunde im Stream, Bruder. Mhm. Jetzt machen wir mal. Ich vermute, du hast auch Geschwister. Du hast auch kleine Geschwister. Ich weiß nicht, Bruder, aber sag mal, du hast auch kleine Geschwister, Bruder. Ich küsse dein Herz, wenn deine Geschwister sündigen und man sagt, okay, die, weil die gesündigt haben, müssen sie dafür auch bestraft werden, nimmt es denen ihr Leben kostet. Würdest du das zulassen, Hand aufs Herz, Bruder, für nichts und kein nichts auf dieser Welt, Bruder, würde ich in diesem Leben, würde ich zulassen. Ja, aber wenn dein Haus voller Sünden sind, ja, wenn dein Haus, jetzt nochmal, Son Goku, ich weiß, worauf du hinaus möchtest, ich kann dich vollkommen verstehen, aber du hast davor, was ich gesagt habe, nicht wirklich verstanden, weil hättest du es verstanden, hättest du gesagt, oh ja, wenn du dein Kind beibringst, Götzen anzubeten, sündigt da dein Sohn Gott ein? Er sündigt. Auf jeden Fall sündigt er mit, ist okay. Ah, siehst du, also ist der Lohn für die Sünde was? Der Tod. Warum? Okay, Bruder, weil ich habe dich ja sehr gut verstanden. Nicht, warte, ich will es dir, ja. Ich will es dir noch viel, viel besser machen. Wenn du ein Götzendiener bist, sagen wir mal, ich bin ein Götzendiener. Ja, und ich kenne den wahren Gott, aber ich bin trotzdem ein Götzendiener und bete falsche Götter an, weil ich mir denke, so, die helfen mir am besten. Und ich zeige meinem Sohn diese Götzen, da sündigt mein Sohn automatisch mit. Warum? Weil ich ihm das beigebracht habe. Und er nimmt diese Sünden mit auf. So, und deswegen ist die Sünden in deren Haus so überaus groß geworden, dass der Herr gesagt hat, nein. Der Lohn für die Sünde ist der Tod. Boom, Mic Drop, fertig, Punkt aus. Da können wir nicht philosophieren. Okay, das sind Konsequenzen. Guck mal, das sind Konsequenzen, was der Herr trägt, der Herr macht. Das ist normal verstehen. Jetzt meine Frage, was ist von einem Gott, der einfach Kinder... Oh mein Gott, Lion, du hast es immer noch nicht... Sorry, Lion, sorry, dass ich unterbreche, aber was ist dann Allah? Er hat doch auch die Sintflut geschickt. So, kommt so immer mit dem Argument, aber da wurden doch auch alle Kinder getötet, alle auf der Erde. Aber Maru, das ist doch genau dasselbe. Son Goku, nein. Ganz kurz, Son Goku. Ich hoffe, du hast mich verstanden, was ich gesagt habe. Bitte erklär das nochmal den Al-Kurdi, weil der wiederholt sich schon wieder, obwohl ich das perfekt erklärt habe. Bruder, ich würde es gerne auf seine Sprache erklären, aber ich spreche die Sprache von ihm nicht. Also Deutsch versteht er ja auch relativ. Al-Kurdi, nochmal. Ja. Ich habe doch verstanden. Nein, du hast es nicht verstanden. Ich habe verstanden. Nicht. Nur unsere beide Verständnisse. Ich denke, es ist mehr logischer als das unzulogisch zu sein. Also meine Menschenlogik sagt zu mir, welcher Gott bringt Kinder um? Siehst du, du hast es immer noch nicht verstanden. Laien. Weil alle Sünde haben. Laien, guck mal. Ich erkläre dir das schon seit locker 20 Minuten und du hast es immer noch nicht begriffen. Gott kann keine Gemeinschaft haben mit der Sünde. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Gott kann keine Gemeinschaft haben mit der Sünde. Und ich erkläre dir auch, warum. Wenn du ein Götzendiener bist, kannst du doch nicht dein Sohn, der auch mit ein Götzenanbeter ist, sagen, ja, aber mein Sohn muss verschont werden. Du hast es deinem Sohn beigebracht. Also ist er genau in der Sünde mit drinne. Also sind die Sünden im Haus überaus groß. Warum? Götzendienst bis zum geht nicht mehr, verleugnen den Herrn. Die sind mit in der Sünde. Und deswegen ist der Lohn für die Sünde was? Der Tod.
Das ist super erklärt. Das versteht jeder Mensch, der einen gesunden Menschenverstand hat. Was ich gerade sage, ist so gut erklärt, da muss ich muss gar nicht mal viel hinzufügen. Nein, nein, du hast es geklärt, aber meine Menschenlogik kann das nicht akzeptieren, dieses Gott. Das ist das Problem. Du verstehst, was ich meine jetzt, ne? Du hast meine Menschenlogik. Fazit, Gott hat auch befohlen, dass wenn Kinder, wenn ich jetzt Flex verstanden habe, Gott hat auch befohlen, dass wenn Kinder auch sündigen, wie in dem Fall halt, und Götzendiener dann halt, dann was das, die halt ihren Eltern folgen, weißt du, so von den Eltern das mitbekommen haben. Oder wir machen das so. Leute, an 280 Zuschauer, an meine ganzen christlichen Brüder und Geschwister, habe ich was Richtiges gesagt oder habe ich was Falsches gesagt? Wenn ich was Richtiges gesagt habe, Daumen hoch. Wenn ich was Falsches gesagt habe, Daumen runter. Ich habe es super erklärt. Also darf von meiner darf Sicht ich noch eine Sache ergänzen? Das Wichtige ist ja auch, man muss betrachten, früher war Gott, hatte keine Gnade quasi. Er war nur gerecht und du kannst ja nicht gerecht und barmherzig sein. Und früher Richtig. War er gerecht und hat nur gerichtet. Dann kam Jesus Christus auf die Erde, hat sich für uns geopfert und hat somit die Gnade eingebracht. Das heißt, dadurch können Sünden überhaupt vergeben werden. Früher musstest du Tiere opfern zum Beispiel, damit du deine Sünden vergeben bekommst oder irgendwas, also Blutopfer. Das haben wir ja alles nicht mehr. Der neue Bund sagt nicht, oh, wenn jetzt ein Kind Götzendienst macht, lügt oder so, dass das Kind dann sterben muss oder so. Das war, wie gesagt, früher. Das ist nicht mehr aktuell. Heutzutage ist es Hey, aber Leute, ja? soll ich euch mal was sagen? Wisst ihr, was richtig krass ist? Das muss ich sogar offen zugeben. Ich bin noch nicht bei Ezekiel, aber wirklich mit dem Heiligen Geist und wirklich mit der Kraft Gottes, wenn ich lese, kann ich diesen Text so gut erklären. Das ist der Wahnsinn, Mann, Leute. Wirklich. Und ich habe diesen Text jetzt erst gelesen. Ich bin noch nicht mal da. Aber ich kann den Text einfach erklären, Leute. Das ist der Wahnsinn. Überleg mal, wie der Heilige Geist mitwirkt. Vor allem, wenn du es mit sehr viel Liebe lesen tust. Leute, das ist der Wahnsinn, Mann. Und das ist mein Ernst. All praise to the Most High. Amazing. Wow. Ey, Fazit ist, Flex, wir haben uns jetzt alle über 2 Stunden, finde ich, respektvoll unterhalten. Wir haben echt wirklich eine gute Diskussion gehabt. So finde ich das also auch richtig, richtig cool. Ich fand es auch richtig, richtig gut, wie wir uns unterhalten haben. Jeder, also es kamen keine Beleidigungen vor, Gott sei Dank. Deswegen, Leute, Mutter Erde ist groß für uns alle hier drinnen. Leben und leben lassen. Für mich, ich respektiere jede Religion, genau. weil wir sind alles nur Menschen. Weißt du, wir leben alle auf dieser Welt, wir wollen alle nicht umgebracht werden, wir wollen auch niemanden umbringen. So denke ich, so denken nicht nur ich, so denken auch wahrscheinlich höchstens die meisten hier drinnen. Deswegen, Leute, natürlich. leben und leben lassen, Alter. Mein Gott, Mann, jeder soll seine Religion leben. Ich finde, Religion ist immer so ein Thema. Ja, aber du musst, guck mal, Son Goku, du musst aber erkennen zwischen Wahrheit und du musst erkennen zwischen Lüge. So, Bruder, jetzt will ich dir eine Sache zeigen und dann wirst du verstehen, warum ich sage, der Koran, also ich hoffe, du nimmst es nicht falsch auf, ja, weil wir haben ja seit 2 Stunden wirklich respektvoll geredet. Ich werde dir sagen, wo das Problem hier liegt. Okay, my brother, Babylon. Der trinkt einen Kaffee. Ja, ganz kurz. Babylon, are you there? Yeah, yeah. What's okay, super. We're gonna jump to the Quran and we're gonna read the Hadith as well at the same time so that we can have what the two blacks say. Tirmidhi. We're gonna talk about the creation of Adam in the Quran and in the Hadith. So, guck mal, Son Goku und Lion Al-Kurdi. Ja. Das ist jetzt, ihr müsst euch vorstellen, ich debattiere euch jetzt mal alleine jetzt mal. Einfach mal alle beide. Ja, ich debattiere jetzt Lion Kurdi und ich debattiere dich jetzt, Son Goku. Okay? Das ist aber eine normale kleine Debatte. Okay? Okay, ich debattiere euch alleine jetzt. Die anderen sind ruhig, die machen gar nichts. Ich debattiere euch alleine jetzt. Okay? Ich frage euch beide jetzt, ja? Und das ist kein Hetzen. Leute, hört auf. Das ist kein Hetzen, sondern es ist eine normale Unterhaltung, was wir hier haben.
ihr könnt beide eure Meinung zusammen teilen und dann gehen wir mal drauf ein, okay? Wie sind wir laut Koran erschaffen worden? Adam und Eva, ganz einfach. Soll ich das sagen, Adam, oder? Okay, also warte, Son Goku, du sagst durch Adam und Eva, richtig? Ja. Adam und Eva, sagst du. Hatten Adam und Eva zusammen Sex oder hatten sie keinen Sex? Da fragst du mich was. Lein, was sagst du? Ich antworte ja. Also, wir sind durch Adam und Eva gekommen, das ist richtig. Adam und Eva hatten zwei Kinder gehabt, das Habil und Kabil. Also hatten die Sex? Ja, klar. Mehr Adam. Echt? Okay, ja, okay, okay, okay. Das wusste ich gar nicht, dass sie Sex hatten, aber okay. Ja. Gut, das ist mir jetzt was Neues. Okay, und was noch? Und was denkst du, wie sind wir denn laut Islam entstanden? Also, wie denkst du? Wir sind Menschen also über den Adam Heva und hat bis in neun Bauch ist die schwanger geworden, die Heva. Und jede Schwangerschaft war immer Zwillinge gewesen und haben immer gegenseitig das Geschwister geheiratet. Okay, also gut. Dann Dankeschön für die Antwort. Das war wirklich sehr, sehr gut. Also ihr habt jetzt vor 270 Leuten, habt ihr jetzt gesagt, okay, Adam und Eva hatten was? Hatten Sex und so sozusagen also durch laut, ihnen wie kamen unsere machen. Vorfahren, richtig? Richtig. Okay, sehr gut. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Dann werden wir jetzt mal in den Tafsir mal gucken, was Imam Tirmidhi dazu sagt, ja, die Überlieferungskette. Wir lesen das jetzt mal zusammen und das ist sehr, sehr authentisch, okay? Also, Tirmidhi 3076, okay, Hassan, authentic, okay, so, jetzt gehen wir mal hoch und lesen das mal auf Englisch. Babylon is here, Babylon can help me read in Arabic, ist auch kein Problem. Ich versuche mal auch mal bei mir rauszufinden. Ganz kurz, ich bin noch nicht fertig, lass mich nur das beenden. That the messenger of Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, when Allah created, hier geht es um die Kreation von Adam, Leute, okay? Dass wir hier standhaft bleiben. When Allah created Adam, he wiped his back and every person that he created among his offsprings onto the day of resurrection fell out. Also, Leute, Allah hat auf Adam seinen Rücken geschlagen und es sind Menschen entstanden. Das ist vor das Heva. Das Heva ist noch nicht gemacht geworden. Doch, doch. Nein. Wir müssen doch, da doch, festbleiben. Doch. Ja, du musst das, du das musst ist das die Kreation, created, when Allah created Adam. Du redest gerade, der Hava ist noch nicht zur Welt gekommen. No, listen. Das ist noch gerade erst in der Adam zur Erschöpfung gekommen. Genau, when Allah created Adam, wenn Allah Adam erschaffen hat. Richtig. Richtig, so, jetzt musst du zuhören. He wiped his back and every person that he created among his offspring until the day of resurrection fell out of his back. Er schlug ihm auf die Schulter und es sind Menschen entstanden. So, jetzt hör zu. He placed a ray of light between the eyes of every person. So, hier in dem ersten Text sehen wir, wir wurden erschaffen in dem, was Allah Adam auf die Schulter schlägt und es entstehen Menschen. So. Und dann aber sagt irgendwann mal Adam, wer sind denn diese Leute? Who are these people? Richtig. Meine Frage ist aber, haben Adam und Mohammed sich in der Zeit gekannt? Weil in der Zeit, wo Allah in seinem Rücken geschlagen hat, kamen ja Menschen. Richtig. Also, so, Menschen kamen ja. Das heißt also, wozu brauchen wir Eva, wenn Allah auf Adam seinen Rücken schlägt und es entstehen ja schon Menschen, dann frage ich mich eigentlich, wozu brauchen wir Eva, ja, wenn Adam schon Menschen erschaffen konnte durch den Schlag von Allah. So, und wir sind aber noch nicht fertig. Wir sind aber noch nicht fertig. So. Bevor du das fertig machst, bevor du noch weitermachst, ich erkläre dieser Seite. Moment, ich bin noch nicht fertig. Und hier steht aber, und er ist es, der aus was? Der aus Wasser menschliche Wesen erschafft hat. Ja. So, aber hier die Überlieferungsquelle sagt aber, wir wurden durch Adams, was? Rücken. Wir sind durch Adams Rücken gekommen. Er schlug auf Adam seinen Rücken und boom, schon kamen die Menschen. So, soll ich mir jetzt erklären? Der Gott.
Aber also bitte mit Quellen. Mit Quellen. Ja, klar, das ist genau das gleiche Hadith. Also, wie hast du auch gesehen? Der Gott hat das der Gabriel empfohlen, von der ganzen Erde, von jeder Stelle von der Erde zusammen eine Hand zu nehmen, also vom Stück vom Erde. Und deswegen, wir als Menschen sind auf vierfarbige unterschiedliche Farbe gekommen, wie als Menschen. Und es würde ein Wasser, der bei Gott in diesen Erde reingebracht, nicht normales Wasser, kein irgendwas normales Wasser gewesen, das ist vom göttliches Wasser, damit das Adam zu erschaffen, zu bringen. Und da hat ihn seine Seele in der Adam reingebracht. So, und diese, was sie geschlagen haben in der Rücken vom Adam, das ist nicht als Kreator gewesen, das war noch, der in der Buch getragen ist, okay? Und deswegen, der Gott konnte alles Sachen, was die Menschen in der Menschlichkeit gekommen, ob den Mohammed oder Jesus oder alle anderen Menschen, das, der Gott weiß alles darüber, ist das. Und deswegen, der Adam hat gesagt, dass, wer ist dieser, wer ist der und wer ist der und wer ist der? Hast du ein bisschen verstanden jetzt? Hörst du mich? Ja. Okay. So, sorry, ich war jetzt gerade kurz weg. Hier, nochmal. Kannst du mir das bitte noch einmal erklären, weil ich war gerade, ich habe mich gerade gestuckt, ja. Deswegen. Diese Sache mit dem in den Rücken geschlagen haben und der Gott hat die Menschen, das war mit im Buch getragen, also die Menschen und nicht als Nein, falsch. Kurdi, bitte, bitte. Babylon, my brother. Babylon, are you here? Ja, genau, hier. Ja, Babylon. Masah heißt das so sauber. Warte kurz, Al-Kurdi. Ich will wissen, ob ich gelogen habe mit dem Text oder ob Babylon sagt, das stimmt nicht, was ich hier gesagt habe. Okay, Babylon, are you here? Yeah. Okay. Please, can you read this one for me and explain it to Lion Kurdi? Because I want to make him clear that we are created from the head of Allah. That Adam, we came from Adam's back. So I want you to read it in Arabic and see if it's true or not, what I was saying. Okay. حدثنا عبيد بن حميد. It's kind of far away. حدثنا أبو نعيم حدثنا هشام بن سعيد عن زيد بن أقرأ من لما خلق الله آدم أو لما خلق الله آدم مسح ظهره yeah he wiped his back yeah فسقط and it dropped مسح ظهره from مسح wiped wiped his back okay yes فسقط من ظهره and from his back dropped. Okay, yeah. Okay, فسقط من ظهره. Yeah. And it dropped from his back. Mm-hmm. Can you get closer, please? Yeah, sure. Hold on. Let me do it like this. Can you read it now? Okay. فسقط من ظهره كل نسمة. Let me do it like this. Okay. كل نسمة. Mm-hmm. Okay. And from his back dropped. Every soul, هو خالقها من ذريته, and he created it from his lineage of Adam, إلى يوم القيامة, until the day of the judgment. يعني كل البشر حتى اليوم قيامة بالضبط. Yeah. So tell him, Babylon. For what do we need Eva? For what do we need Eva if we are all created from Adam's? You know, back. And the question is, So, and the next question is, if we are all created from Adam's back, for what are we created in the water? Because here we can read, we are built from the water. So this is, how's it called? Another problem? This is another problem, right? Oh, hold on. Let me see. We can clearly see we have a contradiction here. We have a big contradiction because we are created from the water. And then when we go back to Jami at-Tirmidhi,
we are created from Allah, from Adam's back. People came and Adam said, who are these people? Ja, ist das schwierig für Gott? Ist das schwierig für Gott, das zu machen? Nein, aber es ist ein Widerspruch. Das ist das Problem. Kein Widerspruch. Der Na Gott klar. Hat das alles von der ganzen Menschheit, Menschen. Okay, guck mal. Cain und Abel, ja, sind ja in der Zeit ja auch erschaffen worden. Warum? Weil Allah hat ihn ja auf den Rücken geschlagen und schon kamen ja die Menschen. So, dann sagt er aber Adam, who is this? Also Adam wusste nicht mal, wer Cain und Abel ist. Who is this? Okay. Da ist der erste Fehler. Who is this? Wie, who is this? Du musst doch wissen, wer deine Kinder sind oder wer deine Leute sind. Du kannst doch nicht sagen, who is this? Guck mal, gerade, du denkst, ein Mensch, ein Göttliches macht das, ja? Wenn du denkst, der Gott für 3 Tage gestorben ist, ja? Und das ist nicht schwierig für Gott, 3 Tage der ganze Welt Macht zu haben. Ist das schwierig für Gott, sowas zu machen? Nein, nein, guck mal, Lion Kurdi, du hast meine Intention nicht verstanden, worauf ich hinaus möchte. Babylon, please explain it to him, this verse. Please, do me that favor, explain him this verse. Ja, hat das in Adam gezeigt? We have a contradiction. أكمل. الحديث يقول لك هو مسح ظهر آدم وطلع كل ذريته من ظهر آدم. بالضبط، مظبوط. Okay. Okay. والشيء الثاني اللي حكى لك اياه يقول لك هو يعني جاب كلهم ارم وذريته وكلهم من المي يعني هنا تناقض مو المي مو المي شو يقصد بي مي واتر لا مش مي عاديه ده يقول لك وجعل بين عيني كل انسان منهم وبيضا من نور ثم عرضهم على ادم فقال اي رب من هؤلاء قال yes. هؤلاء ذريتك فراى رجلا منهم وبيص ما بين عينيه فقال اي رب من هذا فقال هذا رجل من اخر الامم اي بس هو يعني سواهم من الماء من created from water show him again the water please ما في ماء جواته what should I show him he created everyone from water From the water, oh hour. Yeah, sure. Here, we have a contradiction. بس بالعربي شو ما في بالعربي ما يشوف. Surah 25 verse 54. الإنجليزي مكتوبة ماي. Oh, Surah 54? No, Surah. القرآن. So we have a contradiction. We have a big contradiction here because we are created from the water. أنت مشكلتك هو حبيبي عندك تناقض بين القرآن والحديث. القرآن يقول لك من المي. والحديث يقول لك من ظهر ادم هي هذا مو عم يعطي تفسير الحديث شيء ثاني والقران شيء يعني وصل لمرحله شيء ثاني قال الانسان رب العالمين خلق سيدنا ادم من الطين وحط عليه ماء من من من, من تحت العرش اوكي من القران هاي اي طبعا لك يعني هسه خلق ادم من الطين من طين وحط عليه ماء ماء من تحت العرش كان ماء يعني مش ماء بس هاي اوكي مو مشكله نعم ده شوفك هي سين ذات هي كرييتد اولسو ادم فروم مد ديرت يس اوكي وي هاف انذر كونتراديكشن ان القران وي هاف انذر كونتراديكشن يس سو تيل هيم بابلون حط عليه ماء يعني من تحت العرش Babylon, tell him that we have a huge problem because his prophet doesn't know what he's talking. Why? Here we can see that the Quran says we are created from water, okay? And here, if we go to Jami Tirmidhi, we can see that the messenger of Allah, he doesn't know what he's talking. Why? Because he's saying that Allah hits Adam's back and people were coming out. And then Adam looking at the people and saying, who are those people? Who is this? So Adam doesn't know Cain and Abel. He doesn't know his kids. He doesn't know his people. I mean, is God Almighty? Yes. God should do a perfect creation. So when Allah hits Adam's back, why does Adam doesn't know his people and say, who is this? We have a contradiction.
we are created from Adam's back. Why? Because Allah wiped his back and then we are created. So we have a contradiction. Explain it to him. We have a huge contradiction here. Flexer, du musst das so verstehen. Erstmal, Adam ist Erschöpfung geworden. Okay, Adam aus der Matsch und Wasser. Du verstehst es nicht. Nein, wir sind nicht durch Matsch und Wasser entstanden. Hier, Prophet sagt was anderes hier. Der Prophet sagt, Allah hat ihn auf den Rücken gestreichelt oder geschlagen. Na und es sind Menschen entstanden. Und dann sagte aber Adam, wer sind diese Leute? Ja, und richtig. Später daraufhin sagt sogar Adam, kann ich von denen das die Jahre klauen und das bei mir hinzufügen? Also klauen meine ich damit, er möchte die Lebensspanne von diesen Menschen, die erschaffen worden sind, nehmen quasi, um seins zu erweitern quasi. Seit wann geht denn das? Und die Frage ist dann, wozu brauchen wir Eva, wenn Adam schon so Menschen erschaffen, also wenn Adam durch Adam schon Menschen kommen konnten, ohne Eva? Ja, wo ist Eva? Wo wird hier Eva erwähnt? Eva wird hier null erwähnt. Wir werden ja schon so erschaffen durch Adam. Wo ist Eva? Flex. Menschenentwicklung auf der Erde ist es ganz noch anders als das beim Gott, wo das Gott das die ganze Dings hier gezeigt hat. Das ist ganz, du musst das so einfach. Lion, bitte, Bruder. Du merkst selber, hier ist ein Riesenfehler. Du merkst das aber du willst es nicht sagen. Guck mal. Doch, es ist ein Fehler. Du musst nur zuhören, was ich sage, Bruder. Guck mal, Son Goku zum Beispiel, er ist ruhig. Ich denke mal, Son Goku versteht schon, worauf ich hinaus möchte. Und das ist wirklich, guck mal, Lion, ich bin sehr sachlich. Ich bin ein ein Mensch, der wirklich sehr sachlich ist. Guck mal, Allah hat uns doch schon erschaffen, durch Adam. Also Adam und Eva hatten keinen Sex. Warum? Weil durch Adam, ja, Allah hat in seinen Rücken geschlagen und schon sind Menschen entstanden. Und dann sagte Adam, wer sind denn diese Menschen? So. Wozu brauchen wir dann Eva? Bitte gib mir eine Antwort. Ich gebe dir Antwort dafür. Ich gebe dir eine Antwort. Du hast eine PC erschaffen. Du hast für den eine Chips erschaffen. Du hast die Information eingegeben, okay? Du hast zusammengebaut, okay, und du hast das erklärt, das ist hier, das Detail ist vom das PC. Pass mal auf, du kannst diese Information abgeben. Du als Mensch hast das entwickelt. Jetzt kommt andere, jetzt ist der PC zur Arbeit, der gibt das ganze Information vom Null wieder an. Aha, also du willst mir sagen, wie verstehen Sie mal. Okay, dann nehmen wir mal den Vergleich PC. So, wenn aber der PC schon vollkommen ist, wozu soll er noch auf irgendetwas warten, wenn der PC schon vollkommen ist? Du hast dir selber gerade ins Bein geschossen. Weißt du warum, Al-Kurdi? Wenn der PC schon vollkommen ist, so wie wir hier sehen, ja, Allah has created Adam und durch Allah, dass er Adam seinen Rücken geschlagen hat, dass Menschen entstanden sind, sind die Menschen ja schon vollkommen. So, und wenn ein PC vollkommen ist, wozu braucht er dann noch was anderes? Ein PC ist dann schon vollkommen. Das PC ist schon vollkommen, aber das Ziel ist für Erde. Also Lion, das ist der schlechteste Beispiel, den du genannt hast. Nimm's mir nicht böse, Bruderherz. Hm. Aber du selber, ich höre es auch aus deiner Stimme, du weißt selber, hier haben wir ein Riesenproblem. Das weißt du. Nein, überhaupt nicht. Also ich habe das vor ein paar Tagen gelesen. Bitte. Du weißt, dass wir ein Riesenproblem haben. Also Gott macht ist nicht so schwierig, sowas zu machen. Ist nicht schwierig. Was meinst du, ist schwierig? Es geht darum, dass wir hier einen Riesenfehler haben. Ist kein Fehler. Also, Babylon, ganz kurz. Du kannst gleich reden, Son Goku. Babylon. When I tell you, Allah, look, Babylon, you tell me your view. When Allah hits Adam's back and the people are already created, for what do we need Eva? They didn't have sex, they did nothing, okay? People were created from Allah because Allah hits Adam's back. So then Adam said, who are these people? When we go back to Surah,
25 verse 54. The people from the water. So please, Babylon, speak in Arabic and explain Kurdi what I said, and he should understand that there is a big problem and there's a huge contradiction in the book and as well in the hadith. Please, Babylon, okay. Please explain to me. Habibi, يقول لك مره الله خلق الناس الانسان من ظهر اعرق ومره الله خلق الناس من الماء احنا ليش محتاجين الايف بابلون حواء رب العالمين لما خلق سيدنا ادم من طين وما مسح على ظهره وراها الذريه تبعه مش لازم يكون خلقه الانسان الكامله مش كخلقه انسان وراها فقط يعني الذريه مش يعني يكون لا يقول لك خلقه ضرب ظهره وخلق الناس من ذريه ما خلق طلع ذريه كلها من ظهره طلع بالحديث كيف مكتوب الحديث ما يلا جيب الحديث Flexa, read the hadith again. He's saying that it doesn't say in the hadith that he created everyone from Adam, from his back. Oh my God. Really? That is what he's saying? Lion. Wenn ich bei Christian Prince noch weitere 2 Jahre Ausbildung mache, ich kann gegen Imame sogar debattieren ohne Probleme. Und die werden mit mir aber ein Riesenproblem haben, wenn ich mit die debattiere. Weil ich lese diese Texte wirklich gründlich, bevor ich überhaupt dieses Thema aufmache. Ich lese mir die Sachen gründlich und dann gehe ich auf das ein. Okay. Verstehst du, was ich meine? Ich schlage diese Sachen nicht einfach so aus Spaß. Ich schaue mir die Sachen ganz genau an, bevor ich sie anspreche. Und wenn ich es dir sage, du kannst mir glauben, ich habe keinen Grund, dich anzulügen. Ich zeig dir ja die Quelle. Guck mal, ich mache das nochmal. Ich zeig dir die Quelle nochmal. Alles gut. Bruder Aziz, ich küsse doch dein Herz. Ich küsse doch dein Herz, Bruder. Guck mal. Flex, Bro, ich wollte eigentlich nur sagen, ich bin todmüde, ich muss morgen früh arbeiten, Alter. Ja, Son Goku, alles gut. Du kannst ruhig schlafen gehen. Alles gut. Hauptsache, wir haben ja gemeinsam geredet. Ist ja okay. Ich küsse dein Herz, Bro. Da war auf jeden Fall eine sehr unterhaltsame Unterhaltung. Auf eine respektvolle Art und Weise, Bruder. Deswegen wünsche ich auf jeden Fall eine gute Nacht. Grüße an deine Community, Leute auch, egal ob Christ oder Moslem, verbreitet keinen Hass, versteht einfach ein bisschen respektieren gegenüber. Wie ihr seht, guck mal, hier sind 2 Muslime drin, Lion und ich, und wir haben hier mit Christen debattiert, wir leben und schließlich auch in einem Land, verstehst du? Und deswegen alles nur, gut. Nur das Problem ist, Son Goku, du darfst eine Sache nicht falsch verstehen, wenn ich jetzt das Evangelium verbreite, ja, über die Bibel spreche. Und wenn ich gleichzeitig aber sage, ich stelle die Dunkelheit ans, ich bringe die Dunkelheit ans Tageslicht und du siehst, ich rede über den Islam oder so, nimm das bitte nicht falsch, weil es geht nicht um dich, sondern mit dir als Person habe ich kein Problem. Das darfst du nicht vergessen. Nein, guck mal, soll ich was sagen, Flexa, Salahuddin Ayyubi hat das die Kirchen von den Roma weggenommen und hat denen die christliche Volk gegeben und geschützt. Lion. Du weißt ganz genau, dieser Text, ich habe recht und das weißt du. Von ganzem Herzen. Schönen Abend euch alle zusammen, wir hören uns morgen. Wir hören uns morgen, Son Goku. Lion, du kannst diesen Text nicht mehr entkommen. Und du weißt, was ich dir hier sage, ist die Wahrheit. Und das weißt du. Das Problem ist, du kannst es nur nicht zugeben vor 250 Leuten. Aber was ich dir hier erklärt habe, du weißt ganz genau, das ist die Wahrheit. Das weißt du. Nee, genau, was ich das genau gelesen habe und verstanden habe. Also Lion, ich kann das noch alles lesen. Lion, verstehen. Ja? Lion, you're rejecting that everybody comes from the back of Adam. You as a Kurdi. Do you come from Adam? ما احكي معي عربي بابلون انت من ذرية آدم؟ اكيد طبعا لا لك no. انت من ذرية الجن لا يا رجل يا لا ابدا هذا من كتب السنية دور وراها راح تشوف ايه راح تشوفها
الكرد الانثى من ذريه اي هاي منها هاي القران ما علينا بها اللي يعبدون بس الجن هم من من ذريه الجن the Kurds are the son of jinn اخ بابلون القران كاتب ايش شلون geschrieben wir haben die menschen wir die menschen und die الجن erschafft um zu gott zu beten es wir sind als menschen wir sind wir kommen aus adam القران يقول شيء والحديث والروايات تقول different شيء إذا أحاديث لا يطابق سنة الرسول والقرآن نضربها بعارض الحائط يا بابلون. أوكي. إسأله. إنه عنا الأساسي القرآن والسنة الرسول. I just told him that the Kurds are the son of jinn. He rejects that idea. Why he rejects that? He has to accept it. Yep. And this is in the Shia and Sunni, by the way. Yeah. By the way, Al-Kurdi, yeah. Ich möchte nur bitte, dass du ehrlich bist, was ich dir vorgelesen habe. Bitte, du musst ehrlich sein zu dir selbst. Yeah. Guck mal, du hast mir so viele Bibelverse genannt. Ja. Habe ich sie dir nicht alle beantwortet oder ja. Habe ich dir gesagt, ich kann sie dir nicht beantworten? Habe ich sie dir beantwortet, ja oder? Du hast auf deine eigene Antwort gegeben und glaubst du da auf deine Antwort, aber ich glaube immer noch auf meine Antwort. Also nein, ich habe dir anhand der Bibel geantwortet. Halt, nee, bitte, ja. Lion. Du hast geklärt aus der Bibel und ich habe gesagt, dass ich kann einen Gott, der Kinder Befehle gibt zu Toten, nicht glauben. Lion, ich habe nicht philosophiert, ich habe von der Bibel aus dir eine Antwort gegeben. Von der Bibel aus habe ich dir eine Antwort gegeben. Ich habe kein Wort verdreht. Yeah, ich habe christliche Brüder und Geschwister hier, die können es beweisen, dass ich anhand der Bibel dir die Antwort gegeben habe. Das habe ich auch nicht verneint. Ich sagte, ich habe auch nicht verneint. Aber ich bin nicht so glaubhaft gekommen auf dieser Gott, der das Befehle gibt, Kinder zu wegen der Sünde umzubringen. Ist das. Verstehst du? Ja. Absolut. Aber wie gesagt, diesen Text, ja, diesen Hadith, dieser Tirmidhi, ich sag Hadith, dieser Tirmidhi, ja, Imam Tirmidhi. Der erklärt es genau perfekt oder keine Ahnung, was sich der Prophet Mohammed sich dabei gedacht hat, dass er sagt, hey, Allah schlägt auf Adam seinen Rücken und dann entstehen Menschen und Adam steht dann da und dann sagt er, oh, wer sind denn diese Menschen? Also du weißt, das ist falsch. Du weißt, da ist ein Fehler drin, das weißt du. Und dann lesen wir bei Sure 25, Vers 54. Und so sind wir durch Wasser erschaffen worden. Guck mal, der Herr ist allmächtig. Kann möglich, zum Beispiel andere Muslime glaubt das an diese Hadith nicht, kann sein, andere glaubt das auch. Sobald ein Koran und ein Sunnat Prophet anpasst, nehmen wir an. Solange nicht anpasst, nehmen wir nicht an. Falsch. Ganz falsch. Wieso? Ganz falsch. Du musst als Sunni, ich kann es dir sogar vorlesen, ich habe sogar die Imame hier bei mir stehen. Ich kann sie sogar direkt. Soll ich noch was besser sagen? Nein, wir wollen da stehen bleiben. Warte, Al-Kurdi, ich bring dir Islam ein bisschen bei. Lass mir kurz was sagen. Wenn der Prophet Moment. Mohammed, Kurdi. Wenn Prophet, Kurdi. Lass mir was Kurdi, sagen. Warte. Ich bring dir Islam. Ich gebe noch bessere Antwort. Hör mir zu, was ich sage. Ja. Wenn Prophet Mohammed eine Sache sagt und das passt in meine Koran nicht, nehme ich dieses Wort vom Prophet Mohammed nicht an. Mhm. So ist das denn? Ja. Als erster Stelle kommt bei mir der Koran. Okay? Wenn der Prophet Mohammed irgendeine Sache sagt gegen das Koran ist, ich nehme das Wort vom Prophet Mohammed nicht an. Okay. Kennst du Imam Tirmidhi? Ja, habe ich gehört, ja. Kennst du Imam Bukhari? Ja, habe ich auch gehört, ja. Okay, kennst du Imam Muslim? Ja. Okay, kennst du Imam Al-Nasai? Ja. Kennst du Imam Abu Dawud? Abu Dawud, ja. Okay, kennst du Imam Ibn Majah? Ja, aber ich lese von deren Bücher gar nichts.
So, musst du aber, du bist Sunni. Ich muss gar nicht, ich muss nur Koran und Sunna verstehen. Ich kann meinen Koran alleine verstehen. Ja, aber du bist Sunni, du musst doch... Gibt's keine Sunni, gibt's keine Sunni, gibt's keine... Guck mal, in meine Glauben gibt's keine Sunni. Al-Kurdi, 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 guck mal. Du beweist gerade, dass du zu 100% nicht viel weißt. Weißt du warum? Weil diese Überlieferungsketten berichten über das Leben von Muhammad. Und nicht mal das weißt du. Du hast gesagt, der Koran reicht. Wie sollst du aber das Leben von Muhammad verstehen, wenn du die Überlieferungsketten nicht lesen? Ich sage gerade zum Beispiel, ich als Muslim, ich glaube nicht an Schiiten oder Sunniten, so gibt es bei mir gar nichts. Du glaubst nicht an Sunniten und Schiiten? Nein. Du bist raus aus Islam? Nein, ich bin einfach Muslim, die einen Koran glaube und einen Sunnet Propheten Muhammad glaube. Falsch. Weißt du, was deine Gelehrten sagen? Deine Gelehrten sagen sofort Mushrikin. Wer ist meinem Gelehrten? Scheichs, Imame, die würden direkt sagen, das ist falsch, ihr seid fehlgeleitet. Okay, soll ich mal sagen, was heißt Kufr und was heißt Mushrikin? Weißt du, was bedeutet das? Na, dann sag und du das, weil du Kafir kennst dich ja besser aus. Zum Beispiel, Kafir heißt das, wenn ich irgendeine Sache verstecke. Oder abdecke. Das heißt Kufr. Kufr auf Arabisch heißt, wenn ich eine Sache abdecken. Der Babylon kennt das auch, das Wort. Und Schirk, wenn ich mit dem Gott zweiter Person als Gott nenne. Das heißt also mit... Ganz kurz, bevor wir weitermachen. Das ist ja Al-Kurdi, das, so funktioniert der Islam nicht. Doch, ist das denn? Babylon. He only believes in the Quran. He is He's a Quran only. He doesn't believe. Kafir. He's a Kafir. Babylon. معنى الكافر يعني اللي ما بيأمن بشغلة. يعني اللي بيطمر. والقرآن قال لك, you have to obey Allah and the Rasul and who? أنا في نظركم بابلون, أنا كمسلم في نظرك, في نظرك كافر, وأنت في نظري كافر. لا, يعني أنت لا, لا, لا 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 بلا بلا الكفر الكفر إلا في الإسلام. لا لا لا, لا كفر لا في المسيحية. لا, لا كفر في المسيحية حبيبي, ما عندك تكفير. بابلون he's saying باللغة العربية. For me he العربية. Is no I don't care اللغة العربية. لا تروح للغة العربية, انت كردي. اوكي, لا تحكي للغة العربية. نحكي باللغة العربية في القرآن. جايب اللغة العربية. He's let me translate. He's telling me that for me as a Christian he's kafir and for him as a Muslim I'm kafir, you know. And I told them in Christianity we don't have takfir. Yeah, tell him Babylon. Tell him Babylon. Babylon. Tell him if he wants, I can teach him about the Islam because I am Imam myself. I am even more above the Imam. Flexa. وأعوذ بالله من الكسين فلكسا. Babylon. هو إمام فلكسا. مولانا فلكسا. Das Problem, das Wort Kafir auf Arabisch versteht er nicht, was es heißt. Kafir heißt, wenn ich was abdecke. Ich habe zum Beispiel deinen Gott abgedeckt. Das heißt, ich habe es unter der Decke versteckt. Das heißt Kufr. Kufr heißt versteckt und abgedeckt. Das heißt auf Arabisch Kufr. Yeah, but Habibi, we don't have Kufr in Christianity. This is Takfir is only. Takfir is only in Islam. Only. Yeah, weil الإنجيل أو التوراة إجا باللغة العبرية مش باللغة العربية. لا. بس ما علينا باللغة. ما علينا باللغة. لا طبعاً. باللغة المقصد الزبدة من الإنجيل والتوراة لا تكفير في الدين. لا 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 لا, لا اسمع, المشكلة القرآن نزل باللغة العربية والإنجيل باللغة العبرية. تمام, عبرية آرامية ويونانية, صح؟ نعم, يعني كل لغة لها المصطلح تبعه. في أغابش اللغة العربية الكفر يعني أطمار شيء أو بابلون يعني تطمرها. بابلون, tell him that I'm a student of Christian prince. You should be careful because I know what I'm talking. Yes,
يقول لك اني تلميذ كريستيان برنس. Give me the big screen, brother Flexa. شو اسم السيد المسيح بالعبرية؟ يسوع. Wie heißt er Jesus Christus in Hebräisch? Eloha, Yeshua, Yahweh? Nein. Elohim? Nein. Der Elohim ist Gott. Dann sag du uns das. Iso. Der heißt Iso. Yes. Iso. Ja. Jetzt warst du besser wie ich. Da bin ich sogar ganz ehrlich. Recherche mal auf deine hebräische Sprache. Wie heißt das Jesus auf Hebräisch? Jesus ist eigentlich römischer Name, haben die zu genannt geworden. Aber Hebräisch heißt Iso. Nee, Jeschuen. Iso. Jeschua. Nein, Jeschua. Jeschua ist was anderes. Iso. Jeschua ist Arabic. Jeschua ist Arabic. Jeschua ist Jeschua ist was anderes, aber Iso. Okay, leave Jeschua alone. You don't believe in Jeschua. So, listen to this, guys. Ibn Abi Khalid told us on the authority of his father, who said, Abu Huraira, may God be pleased with him, visited us and explained the words of the messenger of God. May God bless him and grant him peace. You will fight, listen to this, guys. You will fight a people whose shoes are made out of hair, like this one. The shoes are made out of hair. Okay, let's see whose all these shoes are from. Who are people who wear these shoes? Okay, and the Prophet said, you will fight the people whose shoes are made of hair. He said, they are prominent, and he meant the Kurds. And you will find them, and they will embrace Islam by the force. Fight means it has been prescribed for you to fight them. It's either that or they will convert to Islam and enter your religion, not out of fear, but for rather voluntary, by the force, the sword on the neck, come in. And this is from Tafsir Ibn Kathir book, page 4, 242. You can look it up, Habibi Kurdi. شو اسمه هذا تفسير شو؟ Ibn Kathir. Ibn al-Kathir. Ibn Kathir. 4/242. Okay, they go like here. من أبو هريرة إجا ابن أبي خالد إجا وقال لنا الأثوريتي يعني القوة من أبو هريرة may God bless him قال من الرسول كلام من الرسول جابه وقال لازم you will fight the people who wears the shoes made out of hair. He needs me to translate. He doesn't understand English. No, tell him, Babylon, tell him that he should better leave the religion because we know what we are talking about. And I think is all new to him. Tell him there is no sense in Islam. It's a joke. Mm. I mean, you're right. when I read the book, from Christian Prince, and when I check the resources, you can see that the book is full of jokes. It's a joke. Sah, you are right, brother. Yeah. Let me finish fast, and I'll tell him all that. So, لازم تقاتلون الناس اللي أحذيتهم مصنوعة من الشعر hair. مثل هاي. Watch. Kurdish shoes known as clash. Shoes made out of hair.
انت انا بدي شيء يكون بالعربي، انا ما افهم بالانجليزي شو شو عم مكتوب. اوكي حبيبي، انطيتك الكتاب روح دور ورا. تفسير ابن كثير، ابن كثير 4/242. ايه روح دور ورا. هاي السني عندي الشيعة همينة. اوكي سو فلكسا، مولانا فلكسا يقول لك خليك من هذه الشغلات وتعال المسيحية، لأنه بالمسيحية ويا المسيح ما عدنا هيك شغلات. كلنا أبناء وبنات الله الرب الواحد وهو أبونا. بس هذا التفسير من كثير، هذا يعني اجتهاد منه ولا شو؟ هذا منه هذا حديث ولا شو؟ هذا تفسير مو حديث، تفسير. بس تفسير تفسير شو؟ تفسير شو؟ تفسير قرآن من أي آية؟ أبو هريرة قال هاي you will fight a people whose shoes are made of hair. دور ورا هيك شغلة حبيبي، أنت راح تشوف. أنا قدامي ما عم لاقي شيء فيها، ما عم لاقي شيء فيها، ليك قدامي التفسير. أوكي أنت روح دور the Kurds are son of jinn. أوكي دور ورا راح تشوفها تلقاها. ما عم لاقي. وهاي جاية من دقيقة من سورة الأحزاب 1/218. الأحزاب المسودي مسودي. شو هذا مسودي؟ مفسر. الأحزاب تل الأحزاب قديش هي ليك الأحزاب قدامي ثواني. الأحزاب أحزاب 1/218. الأحزاب صح حبيبي. الذهب مورو ذهب، موروج الذهب، مو أحزاب سوري شو هي؟ موروج الذهب مو أحزاب. موروج هاي سنية، هاي كتب سنية تلقاها بالأحاديث بالروايات. بس حبيبي هيك شغلات احنا ما عدنا، احنا كلنا ابناء المسيح الخالق. تريد تشوف المسيح. لازم انت كمسلم، انت كمسلم، خلينا من ادم، انت كمسلم تعرف انت لازم تعبد المسيح من القران. اعبده كعباد كالله؟ يا لا اكيد لا، طبعا لا. هسه اشوف لك اياه. يلا tell him Babylon. I just told him that he needs to worship Jesus in Islam. He said no. I said I'm gonna show it to him. Yeah, okay. tell him that he should accept his book, because if not, I mean, let's say it in a better way. When I read the book in the Quran, when I see the tafsir, when I read the hadith, it's a lot of, in my eyes, it's a lot of sex in my eyes. And there's a lot of joke. It's a joke. The book is, I don't know how to explain it. I don't want to be sounding disrespectful or something, but the book is full of jokes. You're going to laugh all the time because it's not a book that you can take serious. And it's not the truth. I just told them that we don't have all these things in our books, and we are the son and daughters of Jesus Christ, the Savior. We don't have this, all these things, and we have one God, and he's a true God. So I'm going to show them that in this chapter, chapter 9, verse 31, guys, that Muslims are supposed to worship Allah and Jesus. So حبيبي انت تعرف تقرا عربي مو؟ اعطيني بس الصوره والايه 9:31 شوي. 9 رقم 9 التوبه 31 وتقول لك يلا اقرا هاي قدامك اقرا. بس انا عندي هون هاي 30. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. صح بيورفو يا شلون يلا اتخذوا okay.
أقرأ الآية وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله إن يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا يعني المسيح ابن مريم وما أمر إلا ليعبدوا إلها واحدا لا 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 طبعا لا لا واتخذ طلع ليش تقطع ليش تقطع ليش تقطع لا طبعا طبعا لا ما ليش ما بتعرف تحكي عربي انت اسمع لا هاي واو العطف طلع فيها طلع طلع فيها اتخذوا أحبارهم منو الأحبار؟ واحدة 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 منو الأحبار؟ مين الأحبار؟ ال 12 أحبار ما؟ هاي مال يهود اه اوكي وين الرهبان؟ منو الرهبان؟ مال المسيحيين مال المسيحيين يعني شيخ مال المسيحيين وشيوخ مال اليهود ايوه من أربابا يعني المسيحيين يعني المسيحيين واليهود واليهود اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا يعني من شو أربابا من دون الله من دون لا من دون الله لا توقف من دون الله والمسيح ما شو معنى حرف والمسيح شو لا واو العطف واو العطف كمل والمسيح كمل والمسيح ابن مريم والمسيح صح. ابن مريم يا تمام يعني هاي خلينا هنا حرف الواو يربط بالسيدة مريم اوكي يا واو هاي حرف واو المسيح يا لا هاي واو العطف لك انا واو عطف يا واو العطف حبيبي هاي واو العطف مو جمع ما نجمع انا اللغة هاي واو العطف قوية جدا على فكرة إيه طبعا قوية اقوى من محمد ايش تعرف انت هسه الله والمسيح والمسيح ابن مريم شو معنى طلع المسيح ابن مريم ابن مريم اه ابن مريم وما شو وما امر هسه خلينا وما هنا اولا I have a question Babylon I have the feeling that he is trying to not understand it because the truth hurts tell him that he has to accept it because he cannot run away from the truth he has to accept the truth and at the end of that's the truth yeah Babylon اذا كلمه ابن مريم وما كان موجوده كان كلامك صح لا هاي قصه ده يقول لك اتخذوا احبارهم ورهبانهم منو المسيحيين واليهود اوكي نعم أربابا أوكي من دون شو معنى أربابا الله والمسيح منو المسيح شو معنى أربابا حبيبي واحدة يعني قاتس يعني آلهة أيوة أوكي من دون الله والمسيح ابن مريم ما ابن مريم أوكي أيوة منو المسيح هنا ليش عندنا ابن مريم حتى نعرف منو المسيح نعم هو ابن مريم أوكي وما يعني وما أمروا منو؟ مين المسيحيين منه؟ واليهود. إيه دعم. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. مين الإله الواحد؟ الله والمسيح. لا الله موجود الله. والمسيح. لا هلا اسم الله هو. والمسيح. كلمة المسيح شو مع المسيح؟ من هاي الآية الله والمسيح. بام واحد ليش؟ ليش 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 سمي المسيح ليش ما سمي الله لانه واو العطف من العاطف الله ومن المعطوف عليه وهو المسيح لا المسيح واو العطف شو معنى المسيح anointed one the chosen one مسيح مسايا يعني مسحة يعني لا 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 هاي خرافات صلي على مسيح ماكو هيجي مسيح يعني مسحة لا المسيح يعني يعني المختار كان بحط ايده على البشر وبيخلي غلط هاي خرافة اسلامية خليني اكمل لك خرافة اسلامية ماكو هيجي خليني اكمل وبعدين جاوبني لانه كان سيد المسيح عم بيخلي الميت يعيش حط ايده على الانسان
فبيرجع حياة يرجع للحياة أو إذا كان مريض بيشفى من مرضه بإيده كان بيمسح لأنه بحياته. لأنه إله لا المسيح ما المسيح المسيح منه مو من المسيح حبيبي هاي خرافة طلع باللغة العبرية مسايا حبيبي لا تروح اللغة العبرية روح الآشورية والمسايا انجليزي كلها معناتها anointed one anointed one مسايا باللغة العبرية حبيبي لا تلعب باللغات عندنا 20,000 معنى بس المسيح معناها المختار المسيح باللغة العربية يعني مسحها واللغة العبرية غلط غلط لا مو غلط غلط طلع بالطلع بالمعنى هذا هاي مو معنى هذا تفسير هذا تفسير هذا مو تفسير هذا قصة هذا مو تفسير ايه ايه قصة تفسير يعني خرافة لا لا التفسير شيء ارجع ما علي ماني ما علي بالتفسير وخرافات الناس انا علي بالآية تقول لك اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا اله الهة من دون الله والمسيح طب والمسيح طب ليش ما سمي المسيح رب شنو سمي المسيح رب ليش ما سمي وليش ما سمي الله الله رب لا ما هو لا الله الله جايز جايز لا لا الله اسم الله اسم الله الله هي صفة الله one second can you open لا اسم والمسيح والمسيح ليش ما سمي باسماء اسماء إلهية وهذا اسمه حبيبي بابلون المسيح بابلون المسيح مو اسمه اسمه يسوع at the same time at the same time open up the surah 3 verse 18 in Arabic oh open that's a big problem here that is a huge problem this is my يسوع يسوع Arabic لازم تقرا الانجيل حبيبي حتى تفتهم بانه كل اسم بالعربي او يهودي او لا اله الا الله شهادو go in Arabic يلا اقرا هنا اقرا شهادو لا اله الا الله شهد الله انه لا اله اها شنو هاي شنو هاي دقيقه شنو هاي again الشهاده شاهد شاهد الله شهيدا شهد الله انه لا اله اها الا هو الا اها هو والملائكة الشهادة العلم قائما بالقسط قسطي لا إله إلا الله هو له العزيز الحكيم الله taking شهادة الله spricht شهادة بس هذا شهادة الله تبقى شهادة er bezeugt auf sich selber er bezeugt sich selber er bezeugt sich selber aber wer ist Zeuge Er sich selber bezeugt sich selber der Gott. Aber wie kann er sich selber? Okay. Schuf. Allah himself bear witness. Ja. Bear witness that there is no God but He. Naam. So ja. Allah saying there is no God but He. Who's He? Who? هو. ده في أغا موسى في أغابش رشتين. Okay, he said. Yeah, هو. Allah ده يحكي هنا. Allah ده يحكي مو. الله ده يحكي مو؟ طبعا هلا زي الآية هيك طبعا لكن إيه؟ الله ده يحكي ويقول لك شهيد الله شهيد past tense شهيد إنه لا إله إلا هو هو من لا إله لك لا اسمع إن لا إله إنه لا إله إلا هو هو منه هو منه بابلون وين حرف الأو إن حرف الإن إنه ما في أو يا أو يا 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 ظنيت هاي ضمة أوكي إنه إن لا إله إلا هو إلا هو منه إلا هو منه هو هذا هو ما شو الله ده يحكي على منه على نفسه الله ده يحكي على منه على نفسه على نفسه؟ نعم لازم يقول لا إله إلا أنا أنا للإنسان مي. مش للإله هاي لغة حبيبي مو أنا للإنسان He is taking the shahada to accept Islam بس هو ديشت هو ديشت على نفسه طبعا لازم يقول إلا أنا هل أنت ما تشهد على حالك؟
يقول اني مو هو انت كانسان بدك تقول انا بس الاله بيقول الا هو oh my god he's saying I to ask him who's هو he yeah. in English he said Allah he's witnessing that yeah. he is هو. The god Allah the god but he says he I was like he should say there's no god but I الا هو he say he said no this is like a human talking like not god so talking he said he he yeah the real word it's a huge That's problem er muss das arabische Sprache wirklich erstmal beherrschen und verstehen was er wie das geschrieben ist you said you have to learn the arabic language no don't go to arabic let me show you another problem let me show you another problem arabic you muslim love arabic all the time okay watch this سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من من وين؟ المسجد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه نريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Guys, watch this. Guys, after this, I am going to take a nap. I'm very tired, guys. Ist aber schlafen oder was? Ja, ich bin mega müde. Ja, willst du morgen arbeiten? Nö, ich arbeite, okay. Wann ich will. Okay. All right, guys, so. Yeah. Allah's talking and he's saying, holy is he. Again, he. Nein, I don't know who's he. Babylon. Yeah. Don't say nein. Yeah. Nah, who carried his servant by night from a holy mosque, okay? Mm-hmm. To the further mosque, okay. Mm-hmm. What's the problem? Whose surroundings? We, Allah saying we, not I. One time he. And one time he, we. He and we. He uh-huh. or we. We are blessed that we, again we, might mm-hmm. show him some of our. How many Allah is? 1, 2, 3, 4, 5. The problem. The Bedeutung of English. Indeed, no. Wait, Kurdi. Wait. Indeed, he, again, he, not us. It should say us. Our and we, it should us. Weil, indeed, us alone. Or we alone. Now English no good? Arabic is no good? No. The Bedeutung. Auf Englisch oder auf andere Sprache ist nicht wie die arabische Bedeutung. okay, so let's take a break, Babylon. I hope Lion Kurdi, du wirst den wahren Weg finden, denn du redest mit Babylon, der ein Christ ist, der Ex-Muslim ist, der den Koran verstanden hat und ich hoffe, das wirst du auch tun, Al-Kurdi. Babylon ist kein Ex-Muslim. Babylon ist vom Geburtschrist. Babylon. I'm Christian. Yeah. I'm Christian. Are you ex-Muslim? Were you ex-Muslim? No. Okay. No. So you are a Christian from the beginning. Yeah. Some. I've been joining in German live, and some people think I'm ex-Muslim, but I'm not. I have a lot of ex-Muslim friends on TikTok. Yes. I can bring you an example. Muslims are leaving Islam by masses, and especially the Kurds. شو يعني؟ ما أحكي الأكراد. الأكراد دا يطلعون من الإسلام أفواجا ودا يصيرون مسيحيين. يا بابلون أي إنسان حر بالعالم خلق الإنسان ده قد هات لا 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 حرية في الإسلام حد الردة الإسلام حد الردة تطلع من الإسلام نقطع راسك guys لا اسمع guys yeah. Lion يلا good night everybody God bless you حبيبي كردي come to Christianity المسيح هو الله تشرفت بمعرفتك يا بابلون صديق عزيز غالي انا تناقشنا بابلون بابلون ماروش بن الكردي Ich wünsche euch eine sehr, sehr gesegnete Nacht. Ne? Es ist eigentlich schon Mitternacht und an die ganzen Leute, ich küsse eure Herzen, aber Flex ist verdammt müde. Ich habe nur ein paar Stunden Schlaf jetzt, dann muss ich sowieso wieder aufstehen, weil ich habe noch nicht zu erleben. Das wünsche ich dir natürlich auch.
Kurdi. I'll bring you to the Kurds on TikTok lives. You will see a lot of Kurds over there in English and Arabic. I'll follow you. Mashallah. Also, Leute, dann, Leute, schlaft gut, sleep good, sleep tight, Marusch, Bruderherz, gute Nacht und an alle schlaft gut, ne? Du auch, Bruder. Bis morgen. Ja, danke, danke, Leute. Bis morgen. Ciao, ciao.